Weltcup-Spiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Kickers auf dem Bach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Gute nächste, let's bring. Hopp. Aktiv. Kick es auf. Herr Manuva erzielt den Ausgleich. Und womit niemand mehr gerechnet hat, ist die 10 Sekunden vor dem Abpfiff. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Aktiv. Cup-Spiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Zu Gast ist Kickers Offenbach heute im beschaulichen Freiberg. Damit sage ich Hallo und herzlich willkommen live im OFC Fanradio und Kickers TV. Ja, und beschaulich ist die sportliche Situation aber überhaupt nicht, denn die SGV Freiberg in dieser Saison ein absolutes Spitzenteam. Platz 5 in der Tabelle. Der OFC möchte sich da heute sportlich richtig ranarbeiten in der Tabelle. Zuletzt ja bombig in Form, ebenso aber wie die SGV Freiberg. Wir erwarten also ein richtig spannendes und vor allem sportlich hochklassiges Spiel. Wollen jetzt aber zunächst einmal zurückblicken auf einen wunderschönen Nachmittag, den der OFC am Biberer, einen wunderschönen Abend, den der OFC am Biberer Berg hatte. Der 5:0 Heimsieg gegen Astoria Waldorf, den wollen wir uns jetzt gemeinsam mit dem Kollegen Marius Schnelker nochmal anschauen. Und dafür gebe ich jetzt hoch in die Sprecherkabine zum Kollegen Marius Schnelker. Ja, vielen Dank, lieber Kaspar. Wir schauen uns natürlich nochmal die schönen Tore von unserem letzten Heimspiel an gegen Waldorf. 5 tolle Tore waren dabei, eröffnet von Keanu Staude, der ja sowieso in den letzten Wochen in absolut bestechender Form ist. Das ganze klasse eingeleitet von Nazarov und dann hat Urbich die Übersicht und findet Staude da am 16er-Rand per Volley mit seinem etwas schwächeren linken Fuß oder seinem zweiten guten Fuß, hat er ja im Interview danach gesagt. Wenig später das Tor von Nazarov trocken und platziert ins linke obere Eck per Elfmeter. Und dann hat er die Übersicht auf der linken Seite. Wieder spielt er hier den vorletzten Ball. Und dann ist es eine absolut tolle Flanke von Marc Wachs auf den Kopf von Noel Knote, der das Tore schießen für sich entdeckt hat. Zweites Mal trifft er also per Kopf. Wieder hier mustergültig eingesetzt
von Marc Wachs. Beim 3:0 mittlerweile auch Walldorf nur noch zu 10 gewesen. Und dann war es der eingewechselte Marcos Alvarez nach schöner Vorarbeit von Leon Müller, der sich einmal dreht und dann seine Schusskünste unter Beweis stellt. Das 5. sollte auch noch folgen. Der eingewechselte Dominik Wanner macht hier einen Haken, lässt zwei Spieler stehen und dann schiebt er rein ins Glück zum 5:0. Das Ganze haben wir zum Genießen hier auch nochmal in der anderen Kameraansicht. Dominik Wanner, der einmal in die Mitte zieht. Ähnlich hat er auch schon im Hessen-Pokal getroffen. Und hier sind wir also heute. Kaspar, das war ganz schön mutig von dir, da unten mit Jacke zu stehen. Mittlerweile ist er wieder bei uns hier oben. Also im schönen, beschaulichen Freiberg am Neckar in Baden-Württemberg. Schöne Fahrt hierher gehabt, sonnige Temperaturen. Ich hab's gerade schon. Oder Kasper, was sagst du? Oder hast du einfach keine Sonnencreme aufgetragen? Vielleicht ist es deswegen. Ja, ich habe tatsächlich gerade eben die Pedi-Protect-Sonnencreme runtergetragen zum Jason, damit der, unser Kameramann, der da unten am Spielfeldrand steht, voll in der prallen Sonne sich eincremen kann. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe das ein bisschen unterschätzt, wie warm es heute wird, aber es sind absolute Prachttemperaturen. Aber ich glaube auch so warm, dass es heute tatsächlich ein Faktor wird für das Spiel. Nichtsdestotrotz, lass uns jetzt als allererstes auf die Aufstellung gucken, mein Lieber. Absolut, wir fangen an mit dem OFC, der heute so auflaufen wird. Also Johannes Brinkis im Tor, nach Jason Breitenbach, Knote und Marcos bilden die Viererkette von links nach rechts vorgelegen. Marcos natürlich als Kapitän auf dem Platz. Sorge fehlt wegen leichten muskulären Problemen. Davor dann Marc Wachs als Sechser, vor Marc Wachs die beiden Achter, Nazarov und Müller. Über links kommt dann Keanu Staude, über rechts Dominik Wanner und ganz vorne drin Startelf-Debüt für den OFC. Oli Kovacic, Urbig, auch er fällt aus wegen leichten muskulären Problemen. Wir wünschen den beiden natürlich gute Besserung, ebenso wie allen anderen, die auch noch ein bisschen verletzt oder angeschlagen sind. Einer, der verletzt war, ist heute wieder dabei im Kader. Mike Vetter sitzt heute zum ersten Mal nach seiner Verletzung wieder auf der Bank. Ebenso wie Lukas Becker, Rafa Garcia, Marcos Alvarez, Wasim Karada, Björn Jopek, Almi Mesanovic, Benny Hadzic und Julian Markford-Beke. Das also die Startelf und die Bank des OFCs. Und du weißt, wie der SGV aus Freiberg auflaufen wird. Und ich weiß das, weil wir einen klasse Redakteur daheim sitzen haben, den Jörg Grunau, der uns einmal mehr super vorbereitet hat. Und jetzt die Möglichkeit gibt, auf die Aufstellung der Freiberger zu gucken. Wir erwarten aufgestellt von Trainer Roland Seitz die Freiberger im 4-2-3-1-System mit Michael Geld im Tor. Und davor eine Viererkette, die auf links mit Neil Gibbs besetzt sein wird. Rechts hinten erwarten wir Luca Stellwagen und dann eine sehr erfahrene Innenverteidigung mit Yannick Ose. Die Nummer 13 ist der rechte Innenverteidiger, 26 Jahre alt, hat schon 67 Mal dritte Liga für Meppen gespielt. Da ist richtig Qualität da. Und der andere Innenverteidiger, auch der wahnsinnig erfahren, 36 Jahre alt, David Pisot. Und der hat auch schon massig zweite und dritte Liga gespielt. 102 Mal zweite Liga, 287 Mal dritte Liga. Richtig Qualität. Der weiß, wie man Spiele verteidigt. Davor eine Doppel-6, wo man genau dasselbe auch drüber sagen kann. Sehr kernig, sehr rustikal, aber auch mit den spielerischen Elementen. Mit Ruben Reisig und Marco Kehl-Gommes. Den Namen werdet ihr kennen. Und davor dann ein Spielmacher mit Joel Gerezkia. Zentrale Position erwarten wir ihn. Der ist aus Homburg gekommen, Joel Gerezkia. Den habe ich noch von Sonnenhof Groß Asbach in Erinnerung. Das war da so einer der Dribbelkünstler bei denen. Links draußen dann Domenico Alberico. Rechts draußen ein alter Bekannter, Mike Feigenspahn in der Winterpause. Hatte den OFC verlassen und ist hierher gewechselt zur SGV Freiberg. Fühlt sich hier richtig wohl, hat bereits 4 Tore und 5 Assists. Steht hier auf meinem Zettel, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, es sind 3 Tore tatsächlich, die er geschossen hat. Jetzt zumindest in den letzten 3 Spielen ist hier richtig gut angekommen. Ich habe gehört, dass die hier richtig Freude an dem haben. Und im Sturmzentrum erwarten wir Simon Klostermann. Das ist also die Startelf des SGV Freiberg. Und ich verlese euch auch noch die Ersatzbank der Gastgeber mit Erik Gründermann im Tor. Als zweiten Torwart Mihailo Trikulja. Außerdem Tom Fladung, Dennis Latifovic, Josef Marudis, Linus Weig, Filimon Gerizgier und Tim Niklas Pietsch. Das Ganze wird heute geleitet vom Schiedsrichterteam um Nico Dönges zusammen mit seinen Assistenten Frederik Kaufmann und Nabil Benazza. Das also die Startelf-Formation. Und wir sehen hier den prall gefüllten Auswärtsblock, natürlich in der prallen Sonne. Hoffentlich haben die sich auch alle mit Pedi-Protect eingedeckt heute. Und ihr seht ganz links im Bild diese Essenswagenkonstruktion. Da haben sie in den Zaun, also in den Käfig, wo die Gästefans stehen, so ein Loch reingesägt, sodass da von außen die Wurst reingegeben kann, werden kann. Und natürlich auch das Bier, was hier schon in Massen fließen wird. Da bin ich mir sicher. Also, viele haben ihren Weg nach Freiberg gefunden. Sonnige Temperaturen, schöne Fahrt hierhin. Jetzt fehlt nur noch ein Sieg des OFCs. Das wäre natürlich toll, wenn wir hier 4 Siege in Folge feiern können im Basenstadion in Freiberg.
am Neckar. Und ich glaube auch der Rasen, ich habe es eben beim Aufwärmen so ein bisschen gesehen, der Rasen wird heute auch ein Faktor sein. Sonnig und stumpf, glaube ich. Also es wird nicht der absolut schnellste Platz sein. Ich glaube, er wurde jetzt nicht hier vorm Spiel noch mal kurz gewässert. Das wird also auch ein Faktor sein. Man muss das Bällchen rollen lassen. Aber es wird im Vergleich zu allen anderen Spielen, die wir bisher in diesem Jahr hatten, ganz schön trocken werden und warm. Auch eine Umstellung natürlich für alle Spieler, nicht nur für den OFC, natürlich auch für den SGV aus Freiberg, die auch sehr gut in Form sind. Die letzten drei Spiele ebenso dreimal gewonnen, auch immer zu null und auch 9 Tore insgesamt erzielt. Also auch gut in Form, sind auch ein paar Plätze über uns in der Tabelle auf Platz 5 mit 47 Punkten. Und auch noch ein Faktor, das habe ich jetzt gerade hier gelesen, vielen Dank nochmal hier auch von mir an Jörg Grunau. 24 Tore haben sie nach Kontern erzielt. Ich bin gespannt, eigentlich habe ich sie in Erinnerung, dass sie auch eine spielstarke Mannschaft sein können. Vor allem eben mit Marco Kiel-Gomez und Ruben Reisig da im Zentrum. Ja, so ist es. Und das ist schon irgendwie einigermaßen charmant und witzig zu sehen, dieses Stadion hier, das Vasenstadion. Da ist viel sehr antik. Man sieht ja auch die Uhr, die so gerade noch in der Anzeigetafel drin ist. Hier ist viel improvisiert, mit viel Liebe und Leidenschaft hergerichtet, aber es ist auch ein ja, sehr geiler Auswärtsground. Also die ganzen Fußballromantiker und Romantikerinnen, die kommen hier voll auf ihre Kosten. Es ist wirklich ein sehr schöner Ground, aber das darf eben nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier richtig ambitioniert und ernstlich Fußball gespielt wird. Und ihr habt vielleicht den einen oder anderen Namen jetzt gerade eben bei der Mannschaftsvorstellung schon gekannt. Da ist viel Qualität dahinter, da ist viel Zweit- und Drittliga-Erfahrung dahinter. Das kommt nicht ganz von ungefähr, dass die so weit oben stehen in der Tabelle. Absolut. Trotzdem kam die Meldung dann nach der Winterpause, dass sie eben den Antrag für die dritte Liga nicht eingestellt haben. Also sie haben nicht die Ambitionen aufzusteigen. Trotzdem, das hat auch Christian Neithardt im Interview vor dem Spiel gesagt, wer sich noch nicht angeschaut hat, jetzt habt ihr noch die Zeit dafür. Dass das Spiel von ihnen dadurch keinen Abfall erlebt hat, sondern weiterhin natürlich nach vorne preschend wird gespielt hier in Freiberg und das mit Erfolg. Unser FC, wir müssen uns nicht verstecken, sind auch sehr, sehr gut in Form seit der Winterpause. Sehr gut in Form gewesen, hat sich viel getan. Auch in der Einstellung würde ich jetzt mal sagen. Wir begrüßen natürlich auch jetzt hier vor dem Spiel nochmal alle Hörer, die das Spiel hier im Radio verfolgen werden. Diesmal hoffentlich auch von Beginn an mit Ton als Radio. Aber wir haben eben extra nochmal mit Leaks gecheckt, ob das alles läuft. Und sie haben uns den Daumen nach oben gegeben. Also viele Grüße an euch und an alle anderen, die sich das Bild dazu gekauft haben. Wir kommentieren immer, da gab es schon die ein oder andere Frage, im Radio-Modus. Also wir sorgen dafür, dass auch die, die nichts sehen, immer auf Ballhöhe sind. Deswegen reden wir eigentlich auch durch. Und das nicht klassisch im TV-Kommentar, sondern eben als Radiokommentar. Das also als kleiner Disclaimer von uns. Und vielen Dank auch nochmal an die Freiberger Seite. Vorab gab es ein bisschen das Missverständnis, ob wir übertragen dürfen oder nicht. Da hat man tatsächlich so ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Im letzten Moment, dann haben wir es doch noch geschafft, irgendwie umzukrempeln, dass wir hier übertragen dürfen. Also herzlichen Dank an das Freiberger Team, das hier genau gegenüber von uns sitzt und vom Kamerateam aus produziert. Wir also hier im Schatten auf der Pressetribüne. Ich fühle mich hier recht wohl, muss ich sagen. Ja, vielleicht können wir das mal einfangen. Vielleicht kann unser Grasnamen-Kameramann, der Jason Cully, was das gleich mal bei Gelegenheit einfangen, wenn wir da den Wink aus der Bildregie darüber geben. Die sitzen da auf einem Stahlgerüst, voll in der Sonne. Ich glaube, da wird es brütend heiß sein. Haben zumindest eine Überdachung, habe ich gesehen. Haben eine Überdachung, aber ich glaube, da wird es richtig Temperaturen haben. Das spürt jetzt, glaube ich, auch gerade Björn Jopek, wenn die aufs Feld kommen. Wie gesagt, das ist natürlich für beide Mannschaften gleich. Deswegen wird das ja aufs Ergebnis keinen großen Einfluss nehmen. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Temperaturen auf die Spielweise der Mannschaften Einfluss nehmen wird. Vielleicht ist es auch beide Mannschaften so, dass die erstmal 10 Minuten Vollgas geben und dann so ein bisschen umgehauen werden von so einer Hitzewand. Das kann natürlich sein. Ich bin gerade nochmal auf der Suche nach einer weiteren Aufstellung. Hoffentlich finde ich sie gleich. Ja, hier sehen wir es nochmal, das Gerüst. Ja, sehen wir den Kommentator Marvin Lakowitz und den Kameramann oben stehen. Also, ein paar Minütchen, um genau zu sein, noch eine Minute, dann ist hier eigentlich Anpfiff. Spieler kommen jetzt langsam, zumindest das Funktionsteam kommt langsam hinten aus dem Gebäude aufs Spielfeld. Da sehen wir die wehenden Fahnen im Auswärtsblock. Der OFC ist natürlich auch hier am Neckar vertreten mit allen Auswärtsfans, die mitgereist sind. Und die lassen sich's hier bestimmt gut gehen mit Getränk und Wurst in den Händen. Und da hinten kommen die Mannschaften. Freiberg läuft in Schwarz-Weiß auf, der OFC ganz in Rot.
angeführt vom Kapitän, von Ronny Marcos, der nach seiner leichten Gehirnerschütterung wieder zurück auf dem Platz ist. Konnte dann mittrainieren, heute also wieder bei 100% auf dem Feld. Um das nochmal kurz nachzutragen, ihr habt es wahrscheinlich vorhin in der Aufstellung gesehen. Wir können sie ganz kurz nochmal einblenden, unsere Aufstellung zumindest. Hier, wenn die Spieler auf dem Platz laufen, Brinkis im Tor, Archesen, Breitenbach, Knote und Marcos hinten drin. Sorge fällt aus wegen leichten muskulären Problemen. Davor dann Marc Wachs, Nazarov und Müller im Zentrum. Über links dann Staud, über rechts Banner und vorne drin Olli Kovacic, der heute von Anfang an spielt. Das erste Mal in seiner OFC-Karriere, also in der Startelf. Auch Jan Urbich ist zu Hause geblieben, fällt mit leichten muskulären Problemen aus. Und dann ist alles angerichtet für dieses Spiel. Pralle Sonne. Spieler machen sich auf den Weg, um reinzulaufen. Und dann heißt es gleich Anpfiff am 28. Spieltag der Regionalliga Südwest. SGV Freiberg, Fußball gegen Kickers Offenbach. Und vor uns haben jetzt tatsächlich noch ein paar Freiberger Ultras Platz genommen. Mit Trommeln und wehenden Fahnen sitzen hier in der ersten Reihe und in der Sonne. Ja, auch da vielleicht mal der Wink gleich während des Spiels, wenn die Mannschaften eingelaufen sind. Vielleicht kriegen wir das nochmal ins Bild rein in der Spielunterbrechung. Aber jetzt gilt unser Fokus natürlich erstmal dem Einlauf der Mannschaften der OFC, angeführt von seinem Kapitän Ronny Marcos. Also zurück ist in der Startelf. Musste ja gegen Stuttgart zur Halbzeitpause ausgewechselt werden. War das dann auch tatsächlich der Kopftreffer, den er da kassiert hat, der dafür ursächlich war? Genau, ja. Hab's eben schon erwähnt ein bisschen. Also hat er ordentlich was gegen den Schädel bekommen. Musste dann auch gegen Waldorf noch pausieren. Ist dann aber diese Woche wieder ins Training eingestiegen. Konnte gestern und vorgestern, glaube ich, dann auch fast voll mitmachen. Und also gestern voll mitmachen und heute also wieder als Kapitän auf dem Platz. Da haben wir ihn, in groß. Vielen Dank an Jason Kalivas unten an der Grasnarbenkamera, dass er das so schön für uns eingefangen hat. Vielen Dank natürlich auch an Tim, André und Wolfgang, die heute mit dabei sind im Kickers TV-Team. Und für euch zu Hause hier aus Freiberg live berichten werden. Abklatschen mit den Schiedsrichtern und mit der gegnerischen Mannschaft aus Freiberg, Marco Kehl-Gomez. Da haben wir ihn, den Kapitän auf Freiberger Seite. Er ist so ein bisschen ein gelber Kartensammler, hat glaube ich schon 10 gesammelt, musste das letzte Spiel, denke ich, aussetzen. Und heute darf er also wieder spielen gegen den OFC. Ein Leader auf dem Platz und neben dem Platz. Und dann links neben ihm Ruben Reisig, der so ein bisschen auch für das Kreative verantwortlich ist bei den Freibergern. Aber die Kreativmänner, die haben wir auch in unseren Reihen. Bin gespannt, ob Nazarov und Müller, ob Wachs und wie sie alle heißen, in der Mitte Olli Kovacic bedienen können, dass er auch sein erstes Pflichtspiel-Tor für den OFC erzielen kann. Im letzten Spiel war es ja ganz, ganz knapp, Kaspar. Ja, da war er ganz nah dran und eigentlich hatte er auch schon getroffen, aber der Treffer wurde, und das müssen wir auch mit rot-weißer Brille zugestehen, wahrscheinlich berechtigterweise abgepfiffen. Das Handspiel war, glaube ich, von ihm nicht beabsichtigt, aber es ist eben im Zuge einer direkten Torentstehung gewesen und dann ist auch ein angeschossener Ball an die Hand strafbar. Aber, da können wir jetzt nochmal eine Diskussionsrunde aufmachen, auch für euch zu Hause, war das vorher vielleicht ein Foul an Keanu Staude und hätte Elfmeter geben können? Da könnt ihr gerne natürlich in der Halbzeit oder so, wenn ihr Lust drauf habt, das ganze Spiel gibt es ja auch in Real Life immer auf unserem YouTube-Kanal, nochmal hinseppen. Ich glaube, es war so in der 75. ungefähr, 78. circa um den Dreh. Könnt ihr auch gerne nochmal schauen und diskutieren zu Hause, ob das vielleicht sogar ein Elfmeter hätte noch mal geben können. Aber sei es drum, wir haben das Spiel 5:0 gewonnen. Die Tore haben uns schon angeguckt im Vorbericht. Und jetzt zählt es, hier gegen Freiberg in Freiberg so weiterzumachen. Auch für uns zum ersten Mal hier im Basisstadion. Der Ball rollt, Nazarov zurückgelegt, erstmal auf Leon Müller. Und der zurück zu Noel Knote. Wird jetzt angelaufen da vorne von Klostermann. Drischt das Leder erstmal weit nach vorne. Aber dieser Ball landet in den Armen des Keepers. Und der heißt Michael Geld. Ja, und dann ist da eben der angesprochene, erfahrene Innenverteidiger David Pizot, der Kapitän Marco Kehl-Gomez und das ist Yannick Ose. Viel Drittliga-Erfahrung, viel Qualität, viel Erfahrung insgesamt. Das ist eine Mannschaft, die ganz schwer zu bespielen ist. Letztes Spiel 3:0 gegen Homburg gewonnen. Da gibt es dann zwei Seiten der Medaille. Die eine ist, dass man die erste Halbzeit, da hatte Homburg Chancen en masse. Da muss Homburg eigentlich zwangsläufig 1:0 in Führung gehen. Dann geht Freiberg zu Beginn der zweiten Halbzeit mit einem absoluten Torwartfehler der Homburger in Führung. Also wahnsinnig unglücklich. Aber von dem Zeitpunkt an haben die Freiberger es eben sehr, sehr gut runtergespielt, sehr abgezockt, wenig zugelassen. Das ist eben eine Sache, die diese Freiberger sehr gut können. Jetzt kommt Mike Feigenspann das erste Mal im Strafraum am Ball.
wird da aber von Knote gut getackelt. Und zwar alles in einem fairen Rahmen, sodass Johannes Brinkis den Ball da aufnehmen kann. Aber da direkt der erste Ball in die Tiefe für Mike Feigenspahn. Der wird natürlich, das steht außer Frage heute, nochmal ein bisschen extra Motivation haben. Der möchte es natürlich seinen ehemaligen Kollegen zeigen. Ich glaube, ohne dass da böses Blut vorhanden sein sollte. Aber das ist ja vollkommen klar, dass du da nochmal extra motiviert bist. Die extra Motivation, die brauchen die Freiberger aber nicht. Die haben hier weiterhin Bock, eine gute Saison zu spielen. Kriegen jetzt auch den ersten Freistoß. Halblinken Raum zugesprochen. Ist ja auch etwas, was Christian Neidhardt angesprochen hatte. Dass bei den Freibergern eben nach diesem Feststehen, dass sie nicht aufsteigen werden, dass sie keine Lizenz einreichen werden. Dass da eben kein Abfall der Motivation stattgefunden hat. Was da auch für den Charakter dieser Mannschaft spricht. Jetzt schauen wir mal. Freistoß wird es geben. Das ist der Mann mit der 32, Joel Gerezgia. Der Bruder Filimon Gerezgia. Auch ein Flügelflitzer, Flügelwirbler ist, der in der ersten Saisonhälfte viel gemacht hat. Heute erstmal auf der Bank. Und Joel jetzt erstmal mit dem Freistoß mit rechts zum Tor hin. Zum Tor von Johannes Brinkis. Reingesegelt die Freistoßflanke, aber direkt in die Arme von Johannes Brinkis. Der kann den Ball da in Ruhe runternehmen. Und schaut jetzt erstmal, wo er hinwerfen kann. Also für den OFC. Die ersten 2 Minuten noch nicht so viel Ball gehabt. Jetzt möchte man ein bisschen über eine Ballbesitzpassage mal im Spiel ankommen. Ja, zackiger Beginn hier von dem SGV Freiberg. Direkt der tiefe Ball erstmal zu Feigenspahn. Auch übrigens von Joel Gerezgia gespielt. Aber Brinkhiese und auch Knote zweimal wachsam gewesen. Auch nach diesem Freistoß. Jetzt der OFC mal im Ballbesitz. Breitenbach, der andribbeln kann. Den Ball etwas zu spät los wird. Ballgewinn für Freiberg auf der linken Seite. Gehen sie jetzt voran. Viele Meter legt er da zurück, nur der Schuss aus der Distanz, erstmal abgeblockt von Marc Wachs, der dann die Kugel zusammen mit Marcos und Brinkis festmacht. Brinkis weit nach vorne, sucht da vorne Kovacic, aber erstmal geklärt, da hinten raus von Yannick Ose, weit auf die linke Seite gespielt und ein bisschen Seitenaus gibt den Einwurf für den OFC, eine Sache für den heute wieder auf rechts spielenden Ronny Marcos. Der schaut und dann weit nach vorne wirft in Richtung Kovacic. Macht den Ball fest, legt ab auf Wanner, der wieder zu Kovacic, aber der steht leider im Abseits, hat er richtig gesehen, der Assistent. Ich denke auch, ihr werdet da zustimmen, Abseitsposition, aber trotzdem zum ersten Mal eine gute Aktion hier von Olli Kovacic. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Ja, also sein Spiel, Wandspieler sein, ne? Und dann Ball ablegen und sofort wieder die Tiefe suchen. Ich glaube, das hat er auch so im Interview mit dir in der Winterpause, als er hochgezogen wurde, als er den Profivertrag bekommen hat, beschrieben, dass er gerne der Wandspieler ist und die Bälle festmachen möchte und dann in die Box geht und die Abschlüsse sucht. Und das soll er sicherlich heute auch machen. Das wird garantiert der direkte Auftrag von Christian Neidhardt an ihn sein. Ich kann mir vorstellen, dass es für ihn, Kovacic, der jetzt hier sein Startelf-Debüt gibt, sicherlich auch nochmal extra angenehm ist, wenn er da so einen erfahrenen Recken wie Dimitri Nazarov, den er direkt neben sich hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Routinier hinter der Spitze da ihn auch immer mal wieder ein bisschen dirigieren wird, den einen oder anderen Tipp da parat hat. Der OFC jetzt beim Spielaufbau früh gestört. Ja, neue Knote wird da erstmal zurückgedrängt, kriegt den Ball nochmal zu Ronny Marcos, der von hinten dann den Schubser bekommt. Gibt also den Freistoß für den OFC, tief in der eigenen Hälfte, jetzt schon kurz ausgeführt. Ronny Marcos in die Mitte zu Wachs, oh, da waren sie nicht bereit für. Ballverlust OFC und Freiberg kommt fast gefährlich vors Tor. Aber der letzte Pass war dann zu steil, Achtung, da müssen sie aufpassen bei so Aktionen. Jetzt erstmal Nazarov auf der linken Seite, chippt in den Lauf von Staude, aber auch das haben die Freiberger geahnt. Erstmal ins Ausgeköpft, Einwurf OFC, Nazarov in die Mitte zu Leon Müller. Und Müller fällt halt dann zurück auf neue Knote. Der andere will kann, wird jetzt attackiert von Gerezgia, zurück zu Johannes Brinkis. Und Freiberg stellt hoch zu, muss man sagen. OFC erstmal im Ballbesitz mit Marc Wachs, der sich ganz tief hat fallen lassen. Breitenbach zurück zu Johannes Brinkis. Ja, Mike Feigenspahn, der hat da schon wieder, nee, Klostermann war das, der hat da schon wieder gelauert. Jetzt sind die in die Mitte gespielt und da gehen sie vorne wirklich früh drauf und zwingen den OFC hier zu Fehlpässen. Geht ins Seitenhaus, Einwurf für Freiberg. Ja, die Anfangsphase, die ersten 5 Minuten, definitiv gehen sie hier an die Gastgeber, die hier ein bisschen frischer, ein bisschen wacher wirken in der Anfangsphase. Der OFC noch mit dem einen oder anderen leichten Fehler lässt sich da doch etwas zu einfach noch aus dem Konzept bringen, aber... Jetzt schauen wir erstmal diesen Angriff von Freiberg über Gips, über die rechte Seite, der jetzt nochmal ins Zentrum dann reinzieht. Und der Abschluss von Gerezgia aus dem Rückraum, der da aber dann in die Arme von Brinkis ging. Ja, ordentlich gespielt, aber Brinkis mit dem direkten Gegenzug sucht da vorne Olli Kovacic gegen Ose, muss er sich jetzt durchsetzen. Ah, das ist schwer, das ist auch ein bulliger Verteidiger, aber der OFC bleibt im Ballbesitz, holt den Einwurf raus für Keanu Staude. Ja. Muss erstmal zurückgespielt werden und hier sehen wir nochmal die Chance von gerade in die Mitte gelegt, dann zu Gerezgia. Fehler jetzt beim OFC übrigens und Einwurf für Freiberg. Mike Feigenspahn überlässt dann aber Gips den Ball
und reiht sich wieder da vorne ein. Also, UFC wirkt noch nicht ganz drin im Spiel. Da müssen sie schleunigst reinkommen, denn Freiberg meldet hier schon direkt zu Beginn an, was die Ambitionen in diesem Spiel sind. Wollen hier die Tore erzielen. Und Offenbach schon dreimal. So ein bisschen in leichter Bredouille da hinten. Kovacic wird gesucht in der Spitze. Pissot aber erstmal mit dem langen Bein dazwischen. Kann rausklären. Zweiter Ball ist an der Hand von Gerezgia, aber nicht gepfiffen. Christian Arcesen bleibt dran und auch Keanu Staude. Und so holen sie sich zu zweit den Ball zurück mit Marc Wachs. Staude in die Mitte gelegt zu Wachs. Der per Fallrückzieher in den Lauf wieder zu Staude. Aber hat den Lauf nicht nach vorne mitgemacht. Geht dann ins Seiten aus. Es gibt den Einwurf für Freiberg. Ja, also der UFC noch nicht so ganz da, aber das ist ja etwas, was Keanu Staude auch im Interview nach dem letzten Spiel angesprochen hat, dass man eben jetzt das im Repertoire hat, auch wenn man merkt, es läuft mal ein bisschen gegen einen, da resilient zu sein und sich dann da wieder reinzuarbeiten in so eine Partie. Und das wird der UFC sicherlich auch hinbekommen, dass er hier noch ein bisschen mehr den Fuß auf den Boden bekommt, denn aktuell sehen wir hier Angriff um Angriff der Freiberger, jetzt Reisig aus der Distanz, der Ball noch abgefälscht. Und dann wird es wahrscheinlich die erste Ecke des Spiels geben, vermute ich mal, denn das dürfte das, also der Fuß von Jason Breitenbach gewesen sein. Und so ist es dann auch. Gerezgia, der jetzt zur rechten Eckfahne direkt vorm Offenbacher Fanblock trabt mit dem Ball am Fuß. Ja, erste Ecke des Spiels geht also an Freiberg. Vorne lauern Staude und Kovacic, aber erstmal natürlich unsere Verteidigung gefragt. 6 Tore nach Ecken haben sie bisher erzielt. Die Freiberger kurz ausgeführt in den Rückraum. Dann die Flanke, verlängert mit dem Kopf von Klostermann, aber keine Gefahr für den Kasten von Johannes Brinkies. Der geht dann doch 2-3 Meter rechts am Tor vorbei, links am Tor vorbei, pardon. 50-50 Chance, aber links am Tor vorbei. Und es gibt den Abstoß für Johannes Brinkies. Freiberg stellt wieder früh vorne zu. Das ist also die Anweisung von Roland Seitz, dem Trainer der Freiberger. Lasst sie gar nicht erst ins Spiel kommen, zwingt sie zu langen Bällen. Und wir mögen es ja eigentlich, hinten spielerisch rauszulösen. Weiter Ball jetzt von Knote, landet im Seitenaus, gibt den Einwurf für Freiberg. Die Rechnung geht bisher auf für Freiberg. Guter Ball gewinnt jetzt aber von Wanner und schickt dann Kovacic auf der rechten Seite mal, gibt den Einwurf für den UFC. Jetzt mal im gegnerischen Territorium auf der rechten Seite, direkt vor der Auswechselbank der Freiberger, etwa 10 bis 15 Meter noch weit weg vom 16er. Ronny Marcos, natürlich ist er damit vorne, um diesen Einwurf jetzt auszuführen. Weit in die Mitte in Richtung Kovacic, der legt ab auf Nazarov, ja, aber cool abgekocht da vom Freiberger, gut aufgepasst von Knote, direkt nach vorne verteidigt, aber wieder ist der Ball weg und Freiberg kommt über die linke Seite. Gerezgia schickt Feigenspahn auf die Reise auf der linken Seite, Abseitsfahne bleibt unten, Feigenspahn kann den Ball aber nicht im Spiel halten, rutscht weg und es gibt den Abstoß für den OFC. Also es bleibt dabei, die Freiberger dann häufig in den Aktionen doch so ein bisschen schneller, vielleicht auch ein bisschen mit mehr Fortune in diesen engen Zweikämpfen. Da springt der zweite Ball dann doch eher mal den Freibergern vor die Füße aktuell. Aber das machen sie eben aktuell auch gut. Nichts anderes stand aber auch zu erwarten. Wir haben es ja in der Vorberichterstattung auch schon anklingen lassen. Freiberg, ein Spitzenteam in dieser Saison. Und bei der aktuellen Form kann man auch ein Stück weit von erweitertem Spitzenspiel sprechen. Der UFC hätte durch einen Sieg hier die Chance, sich noch richtig ranzurobben an Freiberg. Sie dann vielleicht in der Tabelle noch mal zu überholen. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch so ein bisschen eine Challenge ist oder so ein Ziel ist, dass sich die Mannschaft noch setzt, dass man da an Freiberg und Homburg gerne noch vorbeikommen würde. Ja, also, man sieht es ja auch, klar. Wieder stellen sie vorne zu mit 5 Mann. 6 Mann, 7 Mann jetzt sogar im Kickers Hälfte. Weiter Ball nach vorne in Richtung Wanner. Der gewinnt das Kopfballduell, legt weiter auf Kovacic, der kommt aber nicht mehr dran. Abralla ist bei Leon Müller. Der rüber zu Nazarov und der schiebt mal rüber auf die linke Seite zu Christian Arcesen. Guter Spielaufbau jetzt mal vom UFC. Arcesen, Flanke aus dem Halbfeld, doppt nochmal auf. Zweiter Ball bei Kovacic, immer noch im 16er, aber jetzt leider getrennt vom Ball. Und Freiberg mit Ruben Reisig und Gips. Reisig kriegt wieder den Ball auf der rechten Seite. Gut aufgepasst aber von Marc Wachs. Wird jetzt gestellt von Feigenspahn, macht das lange Bein. Und Feigenspahn hat diesen Ball gerochen da in die Mitte. Deswegen Ballgewinn Freiberg. UFC setzt wieder nach. Kein Foulspiel jetzt von Klostermann. Und Freiberg will über die linke Seite spielen, aber Ronny Marcos ist schon wieder hinten. Und passt auf, kann einen erneuten Spielaufbau des UFCs initiieren über Knote. Und jetzt Jason Breitenbach links raus. So, Christian Arcesen, über den so die erste Gefahr dann gerade lief für das Freiberger Tor. Breitenbach wieder rechts rüber zu Knote.
nimmt den Ball einmal an. Aber die gehen da vorne immer mit mindestens 2-3 Spielern drauf. Diesmal waren es Gerizgier und Feigenspahn. Jetzt kommt Klostermann noch dazu. OFC über die linke Seite, gut weitergeleitet von Staude. Und jetzt kann Christian Arcesen mal gehen. Hängt Ruben Reisig ab. Immer noch Arcesen. Jetzt verlangsamt er mal ein bisschen. Jetzt die Flanke auf den zweiten Pfosten, aber geklärt. Im letzten Moment von den Freibergern am zweiten Pfosten hätte, glaube ich, Kovacic lauern können. Und jetzt gibt es die erste Ecke in diesem Spiel für den OFC. Ja, Yannick Osei, der da final erklärt und der dann seinen Kameraden in der im Defensivverbund ordentlich einen noch mitgibt, verbal. Also wird auch noch ein bisschen laut staucht da seine Jungs noch mal richtig zusammen. Aber ja, der OFC, so scheint es mir jetzt in den letzten Minuten, kommt da etwas mehr an, kommt selber zum Zug, kommt selber ins Kombinieren. Ja. Und hat jetzt die erste Ecke. Marc Wachs mit links vom Tor weg, präsentiert von Pedi Protect. Ja, die werden jetzt heute definitiv sehr wichtig sein. Jason Kalivas, unserem krassen Kameramann, haben wir auch schon Pedi Protect in die Hand gegeben. Und jetzt der Eckball vom Tor weg. Marc Wachs mit Unterschnitt. Breitenbach kommt da zum Kopfball hoch, aber kriegt da keinen Druck mehr hinter den Ball. Und dann rutscht ihm der Ball quasi einmal an der Stirn vorbei. Direkt in die Füße eines Freibergers, die jetzt umschalten auf der linken Außenbahn, schon in die Offenbacher Hälfte reingekommen sind. Jetzt geht's ganz links raus auf Feigenspahn, linke Außenbahn, in den Strafraum reingelegt. Wanner, der da super mit zurückgeeilt ist und Knote dann aber mit dem Ballverlust. Und so bleiben die Freiberger im Strafraum am Ball, Feigenspahn an der Grundlinie. Aber dann ja, wurde abseits gewunken vom Linienrichter. Nachdem der Marius das gesagt hat, hat der Linienrichter gesagt, wenn der Schnellkart das sagt, dann wird es wohl stimmen. Hat die Fahne gehoben. Dann haben wir immer eine direkte Funkverbindung hier vom Fanradio zu den Offiziellen da auf dem Platz. Ja. Nee, aber da haben wir schon zum ersten Mal dieses Konterspiel von Freiberg aufblitzen sehen. Absolut, ja. Haben wir mit Gerezki ja jemanden, der da sehr schnell ist. Alberico auch, wuseliger Spieler. Und Mike Feigenspahn, dass der Tempo hat und dass der so Tempo-Gegenstöße sehr gerne mag. Das wissen wir aus eigener Erfahrung aus der Hinserie. Und die 4 Tore und 5 Assists, die ich vorhin bei ihm vorgetragen habe, die beziehen sich natürlich auf seine gesamte Saison, also auch auf die Buden und Vorlagen, die er für den OFC gegeben hat. Christian Arcesen jetzt zu Staude auf der linken Seite. Der dribbelt einmal in die Mitte, lässt 2 Spieler stehen. Staude dann mit dem Pass in die Spitze zu Wanner. Wanner vor dem Keeper. Wanner aus Spitzenwinkel und er macht das Tor zum 1:0. Dominik Wanner mit dem 1:0 für den OFC. Starke Aktion da von Staude und Wanner. Und Wanner macht das dann sehr, sehr cool. Geht vorbei am Keeper und spitzelt den Ball aus spitzestem Winkel über die Linie zum 1:0. Also es sah für mich fürs unbedarfte Auge natürlich so aus, als wäre das so genau an der Grenze des Erlaubten, was das Abseits angeht. Deswegen bin ich da jetzt sehr gespannt auf die Wiederholung. Schauen wir da nochmal rein. Riesenaktion ohne Frage, definitiv so oder so von Keanu Staude. Wir sehen es leider nicht ganz, können das jetzt nicht auflösen, vermute ich. Also es sei denn, Jason Kalivas hat da eine Perspektive eingefangen. Aber so nehmen wir es einfach im Zweifel sehr gerne an und sagen, wir haben keine Abseitsstellung gesehen. Dann gibt es auch keine. 1:0 für der OFC. Und das ist natürlich fantastisch. Da kommt man gerade ganz frisch besser ins Spiel rein und setzt dann sofort den Treffer. Ist eine Qualität, die wir jetzt einfach inzwischen haben. Wunderbar gespielt auch von Staude, der in die Mitte zieht und dann diesen Steckpass in den Lauf von Wanner. Und der weiß, der ist schnell, der Wanner. Der kann dann auch nochmal einen Keeper umkurven. Und das macht er alles sehr, sehr gut zum 1:0 des OFCs. So kann es natürlich weitergehen. Ruben Reisig im Mittelfeld wird gestört von Leon Müller. Bleibt aber erstmal am Ball. Leon Müller setzt nach, hält den Ball im Spiel. Immer noch Leon Müller mit dem Ball gewinnen dann zuletzt. Stark gemacht da von ihm. Und jetzt kann er rübergeben auf die rechte Seite über Nazarov. Der in die Mitte zu Wanner. Der wieder zu Nazarov. Durchgesteckt zu Wachs, wieder zurück zu Nazarov. Abschluss aus zweiter Reihe, aber leider knapp drüber. Starkes Kombinationsspiel da durchs Zentrum vom OFC. Aber leider geht dieser Schuss von Nazarov dann leicht über den Kasten. Zweite gute Chance innerhalb von 2 Minuten jetzt vom OFC. Eine konnten sie reinmachen, diesen Schuss setzt Nazarov leider drüber. Über links dann Freiberg in die Mitte, Joel Gerezgier, weiter Ball auf die linke Seite, der ist gut gespielt, bleibt auch noch im Spielfeld, jetzt ein bisschen Platz, aber gut zurückgekommen von Ronny Marcos und auch gestört von Noel Knote, der dem OFC sogar einen Einwurf ganz tief in der eigenen Hälfte beschert. Stark gemacht da vom Defensivverbund des OFCs. Und man hört jetzt in der Ferne auch den Gästeblock. Die OFC-Fans, das ist natürlich ganz nach ihrem Gusto. Hier mit 1:0 in Führung zu gehen. Einwurf jetzt ausgeführt. Suchen immer wieder Kovacic da vorne, der das auch ganz gut macht, die Bälle festzumachen. Leider verhaspelt er sich da ein bisschen mit dem Ball, geht ins Seitenhaus und es gibt den Einwurf. Für Freiberg erstmal hinten rum über Pizot, der mit dem Seitenwechsel auf die rechte Seite zu Gibbs. Da ist direkt Arcesen, aber Gibbs bleibt erstmal im Ballbesitz, zieht in die Mitte, geht dann wieder rechts raus, wird verfolgt von Christian Arcesen und somit gezwungen zum Rückpass.
von SGV Freiberg jetzt also im eigenen Spielaufbau. Marco Kehl Gomez, der erfahrene Sechser, der sich dann häufig in die Innenverteidigung fallen lässt dafür. Und da wir jetzt das vielleicht vor uns, ihr hört es vielleicht auch, den ganz jungen Ultra-Block der Freiberger, vielleicht kann da Jason Kalivas das gleich mal einfangen, wird er jetzt eingefangen, sehr gut. Er wird einmal in die Kamera gewunken, die machen hier super Stimmung. Also, ja, ich finde das immer schön, wenn die ganz jungen Kerls bei ihrem örtlichen, lokalen Verein da sind und unterstützen und supporten. Deswegen hat das auch immer meinen Vollsupport. Absolut, auf dem Platz. Jetzt erstmal Freiberg immer noch im Ballbesitz mit Gerez Gier, der wieder mit einem Seitenwechsel auf die rechte Seite, aber den verzieht er, der rutscht ihm über den Schlappen, geht ein bisschen Seiten aus. Gibt also den Einwurf für den OFC. Kerstin Achesen wird ihn ausführen. Bin mal gespannt, ob es vielleicht heute sogar bei dieser Wetterumstellung eine Trinkpause geben wird oder so. Aber ich glaube, so heiß ist es noch nicht. Marc Wachs in die Mitte zu Nazarov. Der legt weiter auf Leon Müller. Stark gemacht, gut aufgelöst von den beiden Routiniers. Jetzt Wanner im halbrechten Raum. Ja, verzettelt sich da aber leider am Gegenspieler und muss jetzt schnell zurück gegen Gerez Gier, der in die Mitte zieht. Und abgibt zu Ruben Reisig. Rechts läuft Gibbs davon. Gibbs jetzt am Ball, könnte die Flanke schlagen, geht weit auf den zweiten Pfosten, aber zu weit an Freund und Feind vorbei, bis über die Seitenlinie auf der anderen Seite. Rechts hinten gibt es jetzt also den Einwurf für den OFC, eine Sache für Ronny Marcos, unser Kapitän. Ja, und Christian Neithardt, der sich da zum ersten Mal so ein bisschen aufregt, dass da auf der rechten Seite so leicht Gibbs gefunden werden kann überhaupt mit diesen Diagonalbällen. Bisher konnten sie da noch keinen Ertrag daraus erzielen. Gut für uns. Nazarov stark verteilt auf die linke Seite. Da ist jetzt mal Platz für Christian Achesen. Der hat weit und breit keinen Gegner in Sicht. Immer noch Achesen auf der linken Seite. Schauen in der gegnerischen Hälfte. Jetzt die Flanke versucht aus dem Halbfeld. Kommt nochmal zu ihm. Achesen wird jetzt beackert von Gibbs. Immer noch Achesen. Tritt auf den Ball, legt dann zurück auf Leon Müller. Gut behauptet vom OFC. Und dann muss es aber ganz zurückgehen über Marc Wachs und Jason Breitenbach. Ganz zurück zum Torhüter. Ja, das haben sie gut zugemacht, dann die Räume, die Freiberger. Somit muss der UFC erstmal wieder hinten rumspielen. Knote. Eins rüber zu Jason Breitenbach, der als linker Innenverteidiger heute spielt. Dann Marc Wachs mit einem weiten Ball auf die linke Seite. Schöner Ball zu Christian Achesen in Richtung Grundlinie. Wird aber überlaufen von Gibbs. Und dann ist es ein Stürmerfoul von Achesen gegen Gibbs. Gibt einen Freistoß ganz, ganz tief drin in der Freiberger Hälfte. Ja, und er schwitzt schon, das ist klar. Es ist heiß da auf dem Feld. Wir haben Glück, dass wir hier im Schatten sitzen auf der Haupttribüne. Deswegen bin ich auch doppelt und dreifach froh, mit rot-weißer Brille natürlich, dass der OFC hier schon in Führung liegt. Wir haben es im Vorfeld auch schon gemutmaßt. Ich glaube, jetzt so langsam merken die Spieler unten auf dem Platz, boah, jetzt ist warm. Und ich glaube, jetzt rennen sie gerade alle so ein bisschen vor eine Wand. Und ich bilde mir auch ein, dass schon in dem einen oder anderen, in der einen oder anderen Situation zu sehen, wo dann vielleicht der Weg nach vorne oder zurück nicht mehr im vollen Sprint auf beiden Seiten gemacht werden kann, einfach der Temperaturen wegen. Deswegen ist es gut, dass der OFC hier das 1:0 schon markiert hat und dann vielleicht ein bisschen sich erlauben kann, tiefer zu stehen und Ballbesitz auch mal mehr in Ruhe auszuspielen und dass Freiberg hier das Tempo vorgeben muss. Und genau das versuchen sie jetzt aber auch wieder zu tun. Jetzt geht's über das Zentrum. Marco Kehl Gomez. Den Pass in die Tiefe für Klostermann. Guter Pass. Breitenbach ist aber da. Und verteidigt das sehr sauber, sehr gut. Bekommt da den High Five von Noel Knote und Brinkis. Und nicht nur das, sondern natürlich auch Szenenapplaus von der Gästekurve. Gut gemacht, hat den Körper da reingestellt gegen Klostermann, der auch ein bisschen was auf die Waage bringt, glaube ich. Klostermann, schauen wir gerade hier auf dem schlauen Zettel, ob er ihn da irgendwo notiert hat, auch mit der Größe. 1,86, ja. Ja, recht bulliger Stürmer, Klostermann, sieht mir fast sogar ein bisschen größer aus von der Ferne. Weiter Schlag jetzt in die Spitze in Richtung Nazarov, der wirft sich gegen Pissot dazwischen. Aber erstmal Reisig, abgenommen von Leon Müller und OFC kommt mit Nazarov und Staude über die linke Seite. Staude jetzt im 1 gegen 1 mit Gibbs, ein Haken in Richtung Grundlinie, immer noch Staude am Ball. Staude mit dem Ball auf dem rechten Fuß, zurückgelegt zu Marc Wachs und von da ungefähr hat er die Flanke in Richtung Knote geschlagen. Aber Wachs versucht es dann erstmal nochmal mit Staude, der in die Mitte zieht. Immer noch Staude, Staude, jetzt könnte er mal schießen von der zweiten Reihe. Abgeschlossen, abgefälscht und Tor! Tor für den OFC und wieder ist es Keanu Staude mit seinem nächsten Saisontreffer und seinem Signature-Jubel.
breitet beide Arme aus und markiert das 2:0 für den OFC. Da hat er zwei stehen lassen. Der andere hat spekuliert, dass er den Pass in die Spitze dann nochmal sucht, aber er nimmt den Schuss selbst nochmal abgefälscht. Schwer für den Torhüter. Und wir sehen uns das Ganze natürlich nochmal in der Wiederholung an. Da haben wir es. Marc Wachs und Keanu Staude auf der linken Seite. Staude, der dann stark in die Mitte zieht, Gips abschüttelt, Reisig spekuliert auf den Pass nach links und dann ist es ein abgefälschter Ball. Und ins linke Eck. Tor für den OFC 2:0. Ja, das kriegt gerade kaum ein Verteidiger in der Regionalliga Südwest zu fassen, wenn Keanu Staude antritt. Der hat da so eine Dynamik, so eine Leichtigkeit aktuell. Die Leichtigkeit, von der Christian Neithardt gesprochen hat, ich glaube im Nachgang gegen Astoria Waldorf, sie wird auch perfekt symbolisiert und personifiziert von Keanu Staude, der jetzt also schon wieder ein Tor und einen Assist gesammelt hat. Der OFC hier auf 2:0 gestellt hat und hier sich äußerst effektiv damit gibt in der Chancenverwertung. Genau, das wollte ich auch gerade nochmal erwähnen. Also Sachen Effizienz ist der OFC heute ganz, ganz stark unterwegs. Auch wenn Freiberg immer noch in meinen Augen ein bisschen mehr vom Spiel geschehen hat, ne, macht der OFC aus zwei guten Chancen zwei Tore. Und das ist jedem auf dem Platz hoch anzurechnen. Und natürlich auch tut es ihnen selbst am meisten gut da. Ronny Marcos jetzt beim Einwurf auf der rechten Seite. Täuscht erstmal an, dass er zurückwirft. Findet dann in der Zentrale Nazarov, der mit der Hacke weitergibt zu Leon Müller. Der hat jetzt mit zwei Gegnern zu tun. Und Feigenspahn kommt dann erstmal mit dem Ball raus aus dem Gewühl. Pass in die Spitze kommt nicht an bei Geris Gier. Gut aufgepasst von Jason Breitenbach. Und dann wird es wieder Keanu Staude auf der linken Seite auf die Reise geschickt. Aber leider eine Reise, die ihm etwas zu weit ist hier. Denn der Ball landet im Seitenaus. Da kommt er nicht mehr ganz dran. Keanu Staude, den kann man natürlich bei diesem heutigen Wetter auch nicht in jeder Sekunde weit nach vorne schicken. Braucht dann hin und wieder mal seine Verschnaufpausen. Weiter Einwurf jetzt von Freiberg. Weitergeleitet von Klostermann. Allerdings genau ins Seitenaus. Es gibt den Einwurf für den OFC. Nach genau 23 gespielten Minuten steht es also 2:0 für die Kickers durch Tore von Wanner und Staude. Die beiden Flügel treffen und Kovacic setzt sich durch auf dem Weg in Richtung Tor. Kovacic macht einen Haken. Kovacic mit dem Schuss, aber bleibt hängen am Keeper. Schade, das war ganz stark gemacht von Kovacic. Und eigentlich hätte er sich da belohnen müssen mit dem 3:0. Riesenchance für Kovacic. Und jetzt läuft der Konter der Freiberger. Auf der anderen Seite Geres Gier. Gibt rechts raus zu Feigenspahn. Feigenspahn mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Die kommt gut, aber raus vorbei. Ein Glück geht dann bis ins Seitenaus auf der anderen Seite. Und das war die Riesenchance für Kovacic. Man hätte mich das gefreut. Das wäre auch so ein wunderschönes Tor gewesen. Hier mit aller Überzeugung geht er durch zwei Mann durch. Und dann hier, dass er da noch die Frechheit hat, den Haken zu schlagen. Und wenn er den dann einfach reinsetzt, dann darf man sich den noch 10.000 Mal anschauen, weil da hat er hier ein wunderschönes Tor gemacht. Ja, die Regie sagt, der muss er hoch. Muss er hoch reinspielen ins Eck. Ja, das wär's gewesen, klar. Leider dann etwas zu zentral, dieser Abschluss. Schade, schade. Nächste Großchance also für den OFC. Diese bleibt ungenutzt. OFC im Ballbesitz mit Nazarov, der sich einmal dreht, am Ball bleibt und dann links rausgibt zu Christian Arcesen. Ganz starke Spieleröffnung von Nazarov. Arcesen schickt Wanner auf die Reise. Wanner im Laufduell mit Pissot. Pissot hat das geahnt, stellt den Körper rein. Und es gibt Abstoß für SGV Freiberg. Ja, ich glaube, da haben Arcesen und Wanner sich so ein bisschen missverstanden. Ich glaube, Wanner hat den Lauf hauptsächlich nach außen hin angeboten, um die Lücke zwischen IV und AV aufzureißen. Hat gar nicht wirklich damit gerechnet, dass Arcesen den Ball da spielt. Aber Arcesen dachte, gut, der bietet mir den Lauf an, den gebe ich ihm. Aber nicht schlimm. Der OFC führt hier 2:0. Hatte gerade eben fast die Chance aufs 3:0. Wir haben hier viel, viel Freude gerade. Marius, ja, der grinst auch gerade so ein bisschen ungläubig, dass das hier einfach gerade so schön weitergeht für den OFC. Ja, erstens das und das Hatte von dir war gerade so laut, dass es mir echt im linken Ohr reingescheppert ist. Aber das kann natürlich auch mal passieren. Wir haben hier Spaß und sehen einen gut aufspielenden OFC, der jetzt natürlich eher die abwartende Mannschaft werden kann. Und das natürlich auch bewusst. Ich glaube, am Anfang so fast noch leicht überrumpelt worden, die ersten 10 Minuten vom SGV Freiberg. Gut jetzt geklärt von Breitenbach über die Seitenlinie, gibt den Einwurf für den OFC. Auch er macht wieder einen sehr stabilen Eindruck in diesem Spiel. Christian Arcesen holt sich den Ball, um dann gleich weit nach vorne zu werfen. Freiberg geht natürlich weiterhin vorne mit vielen Männern drauf. Und
und Stauder auf der linken Seite. Nee, das ist Kovacic, pardon. Lehnt sich einmal gegen Pizot, aber kein Foulspiel von Pizot, sagt der Schiedsrichter. Ja, das ist ein schweres Spiel heute, natürlich auch für Kovacic. Einmal hat das schon brillant aufgelöst, hätte sich belohnen müssen mit dem 3:0, aber leider nicht geklappt. Jetzt Freiberg über die Mitte. Hat er natürlich mit Ose und vor allem David Pizot extrem erfahrene Gegenspieler. Aber er hat das bis hierhin, du hast es gesagt, er hat ein paar Mal jetzt schon den Kürzeren gezogen, aber er hat es eben auch einmal geschafft und einmal reicht im Zweifelsfall dann auch. Also wenn er sich fünfmal nicht durchsetzt und einmal durchsetzt, aber jetzt der Schuss von Nazarov an die Latte. Boah, lässt er da einfach mal einen ab. Was ein Strahl von Dima Nazarov. Und da rüttelt das Gebälk. Wir schauen uns das Ganze nochmal an. Also Staude wieder mal unnachahmlich in die Mitte gezogen. Das kann man auch als Foulspiel eigentlich werten, aber er lässt Vorteil laufen. Zeigt es aber nicht an. Aus der zweiten Reihe dann der Schluss und er flattert sogar noch ein bisschen von Nazarov an die Latte. Starker Schuss von ihm. Aber leider bleibt es erstmal nur beim 2:0 da nach dieser Chance in der 27. Minute. Und jetzt kommt Freiberg über die rechte Seite, geht durch bis zur Grundlinie, legt nochmal in die Mitte, Feigenspahn, legt nochmal raus, Geres Gia, schon alles im gegnerischen 16er, Schuss aufs kurze Eck, aber Brinkis ist da, faustet weg. Und Staude auf der linken Seite bekommt er den Ball. Verlangsamt das Spiel erstmal etwas, geht dann ins 1-gegen-1 mit Ruben Reisig, bleibt aber in diesem Fall hängen. Und Freiberg kommt übers Zentrum mit Kehl Gomez. Okay, Gomez erstmal nicht angegriffen wird, auf die rechte Seite gelegt zu Geres Gia. Geres Gia rechts raus zu Gibbs, der sich immer wieder mit vorne einschaltet, der Rechtsverteidiger. Geres Gia auf der rechten Seite wird beackert von Leon Müller. Flanke jetzt auf den zweiten Pfosten zu Klostermann, kommt an, gute Annahme, aber Ronny Marcos ist da, holt sich den Ball zurück und kann dann über Staude erstmal rausspielen. Die Kugel, Staude wird verfolgt von Gibbs, von zwei Mann jetzt verfolgt, einfach raus damit bitte, aber stark aufgelöst von Christian Achtschesen und Staude. Wenn man so machen kann, dann gerne nicht einfach raus, sondern gerne spielerisch lösen. Staude mit dem Pass in die Mitte bei Nazarov, kommt aber nicht an, denn das war gut aufgepasst von Freiberg und die müssen jetzt weitermachen, wieder zurück. Die Spieler des OFCs, denn Geres Gia kommt schon wieder über die rechte Seite. Nach hinten gelegt zu Gibbs. Gibbs mit der Flanke aus dem Halbfeld. Neue Knote mit dem Kopf da im 5-Meter-Raum. Haut das Ding raus und Nazarov wird dann im Zentrum gefällt. Ja, hätte man vielleicht sogar Vorteil laufen können, aber das war dann doch ein etwas härteres Foulspiel gegen Nazarov. Bleibt da erstmal liegen, vielleicht auch ganz gut, um mal kurz durchzupusten. Ja, ich glaube, es ist insgesamt, muss man hier mal nach einer halben Stunde Revue passieren lassen, dass der OFC bislang das super geschickt und super gut dann löst. Auch hier nochmal dann die Chance von Freiberg. Die Freiberger, ja, du hast es gesagt, optisch sind sie im Grunde genommen überlegen und die ein oder andere Torannäherung hatten sie auch insgesamt. Jetzt auch nachträglich, nach der 2:0-Führung hat der OFC aber die klareren Torchancen. Aber ich glaube, wir haben gerade eben auch so ein bisschen gesehen, als Keanu Staude so das Tempo ein bisschen verzögert hat, jetzt den großen Vorteil, den wir jetzt eben haben, dass wir unsere Konter jetzt dosieren können. Man muss jetzt nicht immer im Vollsprint nach vorne gehen, sondern kann das dosieren, kann sich die Kräfte ein bisschen einteilen. Und das wird notwendig werden. Aber jetzt Klostermann in die Spitze geschickt. Klostermann mit dem Abschluss. Parade Brinkis. Also Freiberg bleibt hier gefährlich. Und jetzt die Chance vielleicht umzuschalten für den OFC. Aber das wird nichts. Ja. Also das Spiel, es findet jetzt quasi wirklich nur noch in den beiden letzten Linien statt. Es geht jetzt gerade ganz schnell immer hin und her. Jetzt unterbricht der Schiedsrichter mal das Spiel. Wir schauen uns nochmal die Chance an von gerade. Gut durchgesteckt da zu Klostermann, aber Brinkis wieder sehr wachsam. Kann das erstmal halten. Freiberg bleibt im Ballbesitz. Über die linke Seite jetzt kommend. Zurückgelegt erstmal zu Kehl Gomez. Der steigt einmal auf den Ball, wird dann verfolgt von Nazarov und muss zurücklegen zu Ose. Ose dann raus auf Pizot. Der nach vorne gibt zu Feigenspahn, aber Breitenbach ist erstmal dazwischen. Gut verteidigt von ihm. Und dann ist das Spiel abgepfiffen, denn war ein Foul von Breitenbach gegen Mike Feigenspahn. Hinten ein bisschen reingegangen, wird ein Freistoß geben für Freiberg. Halbrechte Position, also ein bisschen die Verlängerung des 16ers, aber etwas weiter rechts raus. Und dann gibt es sogar nachträglich noch die gelbe Karte für Jason Breitenbach. Okay, finde ich auch ein bisschen viel. Aber naja, erste gelbe Karte des Spiels, sie geht also an unseren Jay Breitenbach, der ansonsten bisher ein sehr, sehr gutes Spiel macht. Entschuldigung, jetzt auch in Richtung Feigenspahn. Und jetzt reiht er sich natürlich da hinten im 16er wieder ein, um das Ding rauszuverteidigen irgendwie.
Joel Gerezgia steht bereit beim Freistoß. Und wir haben viele, viele Spieler von ganz groß gewachsenem Format. Ruben Reisig, David Pissot, Yannick Osee, Marco Kiel-Gomez, die alle sind groß gewachsen und kopfballstark. Da muss unsere Defensive jetzt Bestleistung bringen, vor allem in Abwesenheit von Alex Sorge, unserem Kopfballmonster da hinten drin. Joel Gerezgia jetzt mit rechts vom Tor weg, bringt er die Freistoßflanke hinein auf den zweiten Pfosten. Da ist Reisig, der da hochsteigt, den Ball nochmal scharf macht. Aus dem Rückraum geschossen, aber Ronny Marcos einmal mehr, der da abblockt. Feigenspanne, den Volley dann nicht ganz trifft. Und jetzt vielleicht die Chance, Kovacic kann er den Ball da festmachen nach diesem Befreiungsschlag. Jawohl, das schafft er, Oli Kovacic. Jetzt vielleicht im Zusammenspiel mit Wanner. Naja, da muss er erstmal so ein bisschen schauen. Ist ein bisschen allein auf weiter Flur, löst das dann aber sehr gut auf und sichert so den Ball jetzt von UFC ganz zurück zu Johannes Brinkis jetzt. Ja, und da wäre diese kleine Mini-Chance gewesen, Wanner auf die Reise zu schicken da vorne. Aber der war noch nicht ganz so weit, glaube ich. Trotzdem sehr gut dafür gesorgt, dass der UFC erstmal im Ballbesitz bleibt. Mit Staude jetzt auf der linken Seite in die Mitte gegeben zu Herr Leon Müller. Aber Kiel-Gomez ist der Nutznießer dieses Passes, der nicht ganz so optimal gespielt war. Freiberg wieder im Ballbesitz. Wir befinden uns übrigens in der 32. Spielminute. UFC führt weiterhin mit 2:0 durch Tore von Wanner und von Staude. Und Freiberg bestimmt so ein bisschen das Spiel in diesen letzten Minuten, auch schon zu Beginn der Partie. Dann erstarkte der UFC, hat sich zweimal belohnt, hätte sich sogar noch ein drittes und viertes Mal belohnen können. Weiter Pass in die Spitze zu Feigenspahn, aber Abseitsposition gut gesehen vom Schiedsrichterassistenten. Ja, und auch die Regie hat es gesehen, machen uns hier reihenweise stolz. Und es gibt den Freistoß für Brinkis. Aber das ist schon auffällig, was hier jetzt aktuell das Spielmuster von der SGV Freiberg ist. Also immer wieder bieten da die vorderen drei mit ihrem enormen Tempo die tiefen Läufe an und werden dann immer wieder mit langen Bällen gesucht. Und das ist durchaus anspruchsvoll zu verteidigen für den UFC. Das ein oder andere Mal ist Freiberg damit dann auch gefährlich vors Offenbacher Tor gekommen. Der UFC auch schon mit gefährlichen Chancen und ich würde sagen nach Chancen wahrscheinlich einigermaßen ausgeglichenes Spiel, wobei die Führung durch die Klarheit der Chancen, die der UFC hatte, dann vielleicht ein bisschen in Ordnung geht, aber ja, jetzt Fehlpass von Jason Breitenbach, der verschätzt ja ein bisschen beim Querpass auf Knoten, deswegen geht er bei den Seiten aus, Einwurf SGV Freiberg und so ist die kurze Verschnaufpause, die die UFC-Defensive hatte, jetzt auch schon wieder vorbei. Jetzt beginnt wieder die Vollbeschäftigung, denn Freiberg spielt wieder Richtung Offenbacher Tor. Halblinker Raum, Alberico, der da jetzt unterwegs ist. Marc Wachs, der da aber ganz toll den Körper dazwischen stellt. Super diesen Zweikampf führt und den Einwurf herausholt für den UFC. Genauso verteidigst du sowas. Richtig stark gemacht. Ronny Marcos, der jetzt rechts hinten auf der Verlängerung der gedachten der 16er-Linie jetzt einwerfen wird. Ja, und erstmal ein bisschen suchen muss, wohin damit. Ich denke mal wieder weit nach vorne. Kovacic kommt jetzt auch ein bisschen näher. Und den sucht er natürlich wieder. Kovacic auch, er hat natürlich immer wieder einen Spieler direkt im Rücken. Kann jetzt aber den Ball sich holen, zusammen mit Staude. Schaltet sich vorne wieder ein, Kovacic. Staude muss einmal auftreten. Und dann nimmt er aber Leon Müller mit. Ja, Ping-Pong da im Zentrum. Und Wachs kann aufnehmen, findet da Nazarov im Halbraum. Nazarov, vielleicht nochmal so ein Weitschuss. Ja. Nazarov mit rechts diesmal, aber links am Tor vorbei. Ja, der kriegt da viel Platz, teilweise zumindest. Einmal hat es schon gescheppert an der Latte. Und diesmal geht der Ball dann leicht links am Tor vorbei. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Nazarov einmal mit links geschossen, diesmal mit rechts geschossen. Der ist ja beidfüßig. Und leider kein Torerfolg. Freiberg kommt über die linke Seite. Vorbei an Wanner. Jetzt in die Mitte gegeben. Joel Gerezgia. Da einmal in die Mitte gezogen. Wieder Gerezgia. Über rechts wäre viel Platz für Gibbs. Der bekommt ihn jetzt auch, den Ball. Gibbs. Wird gestellt von Christian Achtschesen, kriegt die Flanke aber los, aber die segelt über das Tor von Brinkis ins Tor aus. Es gibt den Abstoß für den UFC. Das Ganze in der 35. Spielminute. Ja, und die Kickerspieler, die machen sich da hinten jetzt auch schon warm. Die Ersatzspieler hinten an dem, ich glaube, das ist ein Hammerwerfnetz. Links neben dem Tor von Johannes Brinkis, den wir jetzt hier gerade in groß haben. Johannes Brinkis, als er zur Stelle sein musste, war er es in diesem Spiel bisher. Weiter Schlag nach vorne in Richtung Kovacic, geht durch bis zu Wanner, der aber nicht mehr ganz drauf kommt. Trotzdem gut durchgelaufen. Zweiter Ball landet bei Nazarov. Der steigt einmal aus Versehen auf den Ball, dann in die Mitte gelegt zu Leon Müller. Abschluss aber abgefälscht und dann ist der Torhüter da. Schade. Trotzdem, es eröffnen sich immer wieder so kleine Türchen da vorne für den UFC. Und Freiberg aber erstmal wieder im Spielaufbau. Über Kiel-Gomez, der in die Mitte legt, zu Ruben Reisig, der viel Platz kriegt. UFC zieht sich zurück
in dieser Phase. Pissot spielt rechts raus zu Gibbs. Immer wieder diese Pässe zu Gibbs. In die Spitze jetzt zu Feigenspahn. Wird gestellt von Jason Breitenbach. Feigenspahn bleibt dran, spielt zurück zu Gibbs. Der wieder zu Feigenspahn. Mike Feigenspahn zu Gibbs, der in Richtung Grundlinie läuft. Gut abgegrätscht, aber von Jason Breitenbach. Stark gemacht von ihm. Und es gibt nur Einwurf für die Freiberger. Es bleibt aber das gleiche Spiel. Freiberg rennt hier an und der OFC verteidigt leidenschaftlich, verteidigt das häufig auch gut. Die Male, wo Freiberg dann durchbricht, ist Johannes Brinkis bis hierhin da gewesen und hält hier nach wie vor die Null gemeinsam mit seiner Mannschaft gegen dieses starke Team aus Freiberg. Das ist jetzt klar geworden und wird hier auch immer und immer wieder klar. Auch jetzt wieder Freiberg in den Strafraum rein, Ronny Marcos, der aber rausköpft, dass die Freiberger... dass wir die Freiberger hier nicht zu stark eingeschätzt haben, sondern dass sie hier ihrem Ruf gerecht werden. Ist in dieser Saison einfach ein Spitzenteam. Du meinst, zu schwach eingeschätzt, meinst du wahrscheinlich, ne? Ich wollte sagen, wir hätten sie jetzt nicht zu hoch gelobt, sondern sie werden diesen Vorschusslorbeeren gerecht. Ach so, ja, richtig, ja, ja, ja. Absolut, das sieht man hier in diesem Spiel auch wieder. Spielbestimmende Team. Erarbeiten sich die Chancen. Der OFC war bisher wirklich stabil da hinten in der Verteidigung. Und eben schon zweimal vorne. Erfolgreich. Brinkis mit dem Abstoß jetzt. Weit auf die rechte Seite gespielt, landet aber in den Füßen eines Freibergers. So muss sich der OFC wieder zurückziehen. Und Freiberg spielt über Pissot. Über die rechte Seite. Gibbs wieder zurück zu Pissot. Wieso ins Zentrum zu Ruben Reisig, der jetzt gefolgt wird von Leon Müller, deswegen rechts rausgibt auf Gibbs. Und der wieder zurück zu Pissot. Ja, Freiberg in diesem Moment erstmal ohne großen Raumgewinn. Spielen jetzt rüber zu Kehl Gomez. Kehl Gomez auf der linken Seite jetzt mal über der Mittellinie. Gut gemacht, aber dann geht's wieder zurück zu Ose. Jetzt bringen sie den Ball mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit mal ins Rollen. Klostermann wird da vorne gesucht, steht da beim Abseits, gut gesehen vom Schiedsrichterassistenten bei diesem langen Pass. Steht Klostermann einen Fuß weit drin in der verbotenen Zone, gibt also den Freistoß für den OFC. Noel Knote und Jason Breitenbach stehen da bei der Kugel. Aber auch Freiberg steht natürlich drumrum, stellt immer wieder hoch zu, schon das gesamte Spiel über. Sorgen dann dafür, dass der OFC nicht in Ruhe aufbauen kann, sondern immer wieder die weiten Schläge nach vorne suchen muss. So, auch hier, zweiter Ball ist bei Christian Achtschesen. Ja, aber der kriegt den Ball nicht los zu Marc Wachs. Wieder der Fehlpass und dann geht die Abseitsfahne wieder hoch. Denn Klostermann steht wieder drin bei diesem Pass auf die linke Seite raus. Also die Abseitsfalle schnappt ganz gut zu vom OFC bisher in diesem Spiel. So sieht es danach aus. Da wir hier auf die Schlussphase des ersten Durchgangs einbiegen, dass der OFC diese 2:0-Führung hier erstmal in die Halbzeitpause bekommt. Dann kann man sich neu sortieren. Bin gespannt, was dann die Marschroute für den Durchgang 2 sein wird. Grundsätzlich ist man in der Situation, dass man legitimerweise das Spiel so weiterführen kann, dass man defensiv steht und auf die Umschaltmomente wartet, der OFC bis hierhin. Damit gut bedient, das Spiel so zu führen, findet da immer wieder seine Räume. Denn was für die Offenbacher gilt, gilt natürlich auch genauso für die Freiberger. Auch für die sind die Wege im Vollsprint, vor allem die Wege zurück bei diesen Temperaturen schmerzhaft. Feigenspahn auf der rechten Außenbahn unterwegs, wieder gut verteidigt von Jason Breitenbach. Feigenspahn sieht da kein Durchkommen gegen seinen Ex-Kollegen, hat es aber eingeworfen. Jetzt Gibbs, der zum Tänzchen bittet gegen zwei Mann, Achesen und Staude. Erstmal zurück zu Pissot, der 36-jährige Innenverteidiger, der da häufig aber auch als Spielgestalter aus tiefster Linie quasi agiert. Jetzt Ruben Reisig, Mittelfeldzentrale. Jetzt erstmal zurück zu Yannick Ose. Ist alles aber schon in der Offenbacher Hälfte. Der OFC jetzt ganz tief am eigenen Strafraum postiert. Versucht man da in Freibergern den Ball abzuluxen. Und jetzt hat man das auch geschafft mit Noel Knote auf der rechten Bahn und Knote da gefoult worden. Es geht da auch erstmal zu Boden. Natürlich auf die Distanz nicht so ganz leicht für uns aufzuschlüsseln, was da passiert ist. Aber sieht für mich jetzt erstmal nach aus, als wären ja beide kollidiert und als würde diese gelbe Karte für Alberico
müsste das, glaube ich, sein. Ja, Domenico Alberico. In Ordnung gehen. Jetzt bekommen wir hier den Hinweis und die Gestik würde dazu passen, dass Christian Neidhardt gelb gesehen hätte. Und so wie sich Christian Neidhardt echauffiert, könnte das natürlich auch sein. Vielleicht können wir das in der Halbzeitpause noch in Erfahrung bringen, irgendwie. Ja, war aber auch ein Foul an Noel Knote, deswegen kann es schon sein, dass es auch ein Gelb an den Spieler ging, aber wir werden das in der Halbzeit mal erfragen. Weiter Schlag von Ronny Marcos in die Spitze, kommt nicht an bei Kovacic, aber zweiter Ball ist bei Leon Müller, rechts rausgegeben zu Wanner an der rechten Außenbahn. Wanner jetzt mit dem Dribbling, geht vorbei am ersten, schickt sich selbst dann auf die Reise und setzt nach, aber der Torwart hat andere Pläne. Drischt dann das Leder erstmal raus, geht aber über die Seitenlinien zu den Seiten aus. Es gibt also den Einwurf für den OFC. Ronny Marcos nach vorne in Richtung Dominik Wanner. Wanner zurück zu Ronny Marcos. Der in die Spitze in Richtung Wachs. Wachs will vorbei am Gegenspieler. Bleibt aber leider hängen an Ose. Und es wird eine Ecke geben für den OFC. Stark gemacht also doch noch von Wachs. Spielt da den Gegner an. Von ihm tropft das Leder über die Torauslinie und Leon Müller schreitet jetzt da zum Ball zur nächsten Ecke des OFCs. Zweite Ecke, glaube ich, erst in diesem Spiel für die Kickers. Zwei gab es, glaube ich, auch schon für Freiberg. Leon Müller jetzt also mit rechts vom Tor weg auf den kurzen Pfosten, aber rausgeklärt. Nee. Er kam nicht gut, dieser Eckball. Dominik Wanner im Nachsetzen, aber wieder schön rausgeköpft zu Leon Müller. Zweite Chance für eine Flanke. Müller diesmal auf dem kurzen Pfosten. Rausgeköpft erstmal von Ose. Dritter Ball bei Jason Breitenbach. Der Nachsetzt immer noch Breitenbach im 16er, aber dann ist er im Endeffekt rausgeklärt von Kiel Gomez aus der gefährlichen Zone. Ronny Marcos. Weiter Schlag da auf die linke Seite in Richtung Christian Achesen, aber der segelt weiter und weiter. Bis ins Seitenhaus gibt den Einwurf für Freiberg. Ja, da kann man sich überlegen, jetzt mal vorne zuzustellen. Vielleicht Gips ist da beim Einwurf. Pissot ist zugestellt. Reisig findet er aber. Und von dort geht es weit nach vorne zu Klostermann, der erstmal nach innen zieht und dann wieder Ose findet für einen Spielaufbau von ganz hinten raus. Auf der linken Seite jetzt erstmal Luca Stellwagen. Und Pissot auf der rechten Seite wieder. So, Geres Gier, der sucht wieder den Schnittstellenpass zu Mike Feigenspahn. Feigenspahn mit dem Schuss, aber wieder geblockt von Jason Breitenbach. Ja, der ist heute Leibwächter von Mike Feigenspahn. Immer wieder dieses Privatduell zwischen den beiden. Diesmal gut geblockt, diesen Schuss, aber der OFC muss eine Ecke jetzt erstmal hinnehmen. Auf der einen Seite Breitenbach gegen Feigenspahn, auf der anderen Seite Kovacic gegen Pissot. Auf der einen Seite ein sehr körperliches, auf der anderen Seite ein Duell, das über die Geschwindigkeit häufig versucht wird auszufechten. Jetzt der Eckball. Geretzky ja mit rechts vom Tor weg. Schiedsrichter unterbricht die Partie aber nochmal kurz. Da gab es wahrscheinlich ein etwas zu leidenschaftliches Gerangel im Strafraum. Gibt es ein paar mahnende Worte. Dann ist der Ball jetzt freigeben. Geretzky ja. Schaut er mit rechts. Jetzt bringt er den Ball hinein Richtung zweiten Pfosten. Kommt der Ball gesegelt zu Pissot. Den Ball aber erstmal hintenrum spielen muss. Alberico. Und dann hat der OFC den Ball aufgenommen mit Rolly Marcos. Könnte vielleicht nochmal umschalten, wenn sie da jetzt die richtige Idee haben. Aber der lange Ball, ja, vielleicht dann eher ein Befreiungsschlag als ein kontrollierter Pass. Obwohl Nazarov dann doch ein bisschen enttäuscht aussah, dass da doch keiner den Weg bis am Ende durchgezogen hat für diesen langen Ball in die Spitze. Stattdessen wieder Freiberg im Aufbau. Mit Pissot wird verfolgt von Kovacic. Pissot dann mit dem weiten Schlag nach vorne in Richtung Feigenspahn. Aber Christian Achesen mit dem Kopf dazwischen. Gelangt bis zu Nazarov. Und der schickt jetzt nochmal Wanner auf die Reise. Leider ein bisschen zu steil. Den Sprint muss er nicht komplett durchziehen, denn da ist der Torwart schon draußen. 45 Minuten jetzt übrigens abgelaufen. Und wir sehen auf den Schiedsrichter, eine Minute gibt es obendrauf. Eine Minute Nachspielzeit also für diese erste Hälfte. Wenige Spielunterbrechungen. 1, 2, 3 Fouls waren mit dabei. Das war's dann eigentlich auch schon. Und Freiberg kommt nochmal über die rechte Seite mit Gips. Langes Bein von Christian Achesen. Erstmal dazwischen. Einwurf. Schnell ausgeführt. Reisig. Reisig legt sich den Ball auf den rechten Fuß. Dreht sich noch einmal um sich selbst. Wird verfolgt von Leon Müller dabei. Schiebt den Ball zurück zu Pissot. Halbe Minute der Nachspielzeit schon abgelaufen. Freiberg kommt über die linke Seite nochmal.
In die Mitte zu Alberico. Alberico wird erstmal nicht angegriffen. Gerezgia aus der zweiten Reihe. Immer noch Gerezgia am Ball. Schussweg aber zugestellt. Jetzt der Schuss aufs lange Eck. Und ich glaube, entweder war Brinkis da noch dran oder er verzieht ganz, ganz knapp am zweiten Pfosten vorbei. Es wird Abstoß geben. Also Riesenchance jetzt nochmal kurz vor Halbzeitpfiff. Und den haben wir jetzt gerade im Hintergrund gehört. Wir sehen uns das nochmal an. Diese Chance von Gerezgia, der da aus der Drehung diesen fulminanten Schuss noch loskriegt. Und dann geht der Ball ins Tor aus. Wir verabschieden uns in die Halbzeit und hören uns gleich wieder. Ciao, ciao. Oh!
Thank you.
So, da sind wir wieder für euch aus Freiberg. Der UFC führt nach dieser ersten gespielten Halbzeit mit 2:0 durch Tore von Wanner und Staude. Beide Flügelspieler haben also getroffen. Wir schauen uns das auch nochmal an, ganz gerne. Staude hat das erste selbst vorbereitet. Schön Wanner in die Spitze geschickt, der umkurvt den Torwart und schiebt dann ein. Und dann war er es beim zweiten sogar selbst. Staude mit Wachs, der dann in die Mitte gezogen ist, zwei einfach hat stehen lassen und dann einfach mal abzieht. Noch leicht abgefälscht der Ball, Torwart dann im Endeffekt machtlos bei diesem Schuss. Und so ging es in die Pause. UFC hatte noch zwei Riesenchancen, einmal durch Kovacic und einmal durch Nazarov. Auch direkt übrigens im Anschluss nach diesem 2:0. Nazarov, der einmal die Latte getroffen hat aus der zweiten Reihe und Kovacic, der sich stark durchgedribbelt hat, aber dann leider etwas zu zentral abgeschlossen hat. Das hätte das 3:0 sein sollen, müssen, können. Ihr könnt es euch aussuchen. So ging es mit 2:0 in die Hälfte. Langsam sind sie wieder zurück in diesem wirklich strahlenden Sonnenschein. Jetzt haben wir hier nochmal ein Replay. Ja, das war hier die Lattenchance von Nazarov. Da sehen wir es nochmal mit links abgezogen. Und dann hat es wirklich mal gewackelt da hinten. Freiberg ist eigentlich die spielbestimmende Mannschaft. UFC mit einer sehr, sehr guten Phase eben so zwischen der 15. und 25. 30. Minute. Und verteidigt das da hinten sehr, sehr gut raus. Jetzt sind die Mannschaften wieder auf dem Feld. Freiberg wird anstoßen, diese zweite Hälfte. Und ich schau mal, ob es Wechsel gab in dieser ersten, nach dieser ersten Hälfte auf UFC-Seiten. Zumindest erstmal nicht. Obwohl, doch, Garcia steht da hinten bereit. Er kommt für Staude. Staude also vom Feld genommen worden, ja. Bei der Hitze, da ist man vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Kennen ja die Geschichte von ihm. Ras Garcia, der in den letzten Wochen auch sehr überzeugt. Also ab jetzt für die nächsten 45 Minuten auf dem Feld für Keanu Staude. Ein Tor vorbereitet, eins selbst gemacht. Ja, das war ein super Arbeitstag. Gerade mal 45 Minuten. Weiter Schlag nach vorne. Ach, Chesin kommt erstmal dran. Und dann gut hinten rausgespielt. Müller mit dem Pass in die Spitze. Aber ja, so ein bisschen ins Nichts. Da ist erstmal keiner vom UFC. Ich denke, wir werden auch in der zweiten Halbzeit das ähnliche Spiel wie in der ersten sehen. So ist es. Mal natürlich ein Rafael Garcia mit seiner Ballsicherheit vielleicht dann auch ein bisschen dazu beitragen soll, dass man dann noch etwas mehr eigene Ballbesitzanteile haben wird. Ich kann mir vorstellen, dass Christian Neidhardt durchaus den initialen Matchplan hatte, dass man sagt, Freiberg wird das Feld ein Stück weit überlassen, was den Ballbesitz angeht und dass wir dann eine Umschaltsituation unserer Situation haben. Ich kann mir vorstellen, dass er trotzdem ein bisschen mehr Ballbesitz beim UFC gerne sehen würde, um ein bisschen mehr dann auch mal Verschnaufpausen zu haben, weil sonst musst du natürlich sehr viel hinterherlaufen. Abseitsposition jetzt da vorne von den Freibergern. Neil Gibbs, der sich vorne mit eingeschaltet hat, steht aber einen Tick weit drinnen. Deswegen gibt es den Freistoß für den UFC. 5 Meter vor der 16er-Linie. Johannes Brinkies holt sich den Ball, um ihn dann weit nach vorne zu schlagen. In Richtung Kovacic oder in Richtung Wanner auf der linken Seite. Wer wählt die Variante? Kovacic, der hält sich Ose vom Leib, macht den Ball dann gut fest und wird dann eigentlich in meinen Augen gefoult. Das ist auch ein Freistoß. Gut gemacht von Kovacic und es gibt den Freistoß aus sehr zentraler Position. Ja, ich schätze mal so 28 Meter Entfernung zum Kasten, 26, 25 bis 28 Meter würde ich mal schätzen. Das ist eine gute Möglichkeit für einen Herrn Nazarov oder für einen Herrn Wachs und die beiden stehen da schon bereit, um sich gleich zu beraten. Ball wird nochmal von Reisig ein bisschen weggekickt. Aber das sind so kleine Scharmützel, die sollten solche Routinesen nicht aus der Ruhe bringen. Das einzige Scharmützel, was sie jetzt führen müssen, ist, wer darf diesen Ball schießen. Wird wahrscheinlich auch ein Stück weit geregelt sein, aber klar ist, beide haben natürlich mächtig Argumente auf ihrer Seite. Beide absolut in absolut bestechender Form aktuell. Viele Torbeteiligungen, die beiden gerade unter sich haben. Und Wachs mit links oder Nazarov mit rechts. Mutmaßlich, so laufen sie zumindest an. 4-Mann-Mauer steht. Und jetzt schauen beide, es stehen auch beide so zum Ball, als würden sie schießen wollen. Ball ist freigegeben, jetzt ist es Nazarov, der den Ball durch die Mauer durchmogeln möchte. Abpraller landet bei Christian Achesen, der den nochmal rüberchippt. Und dann aber ins Nichts keinen Abnehmer findet. Da wäre vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen. Situation ist, dass Freiberg den Ball rausgeschlagen hat. Und Johannes Brinkies hat da mit dem Fehlpass leider im Aufbauspiel, nachdem der Ball bei ihm gelandet war, wollte er ihn rechts rausverteilen zu Raphael
Garcia, aber da kommt der Ball nicht ganz hin. Wir sehen noch die Freistoßchance gerade in der Wiederholung und dann Achesen, der eigentlich gut nochmal rüberchippen will, aber zu hoch angesetzt, da kam keiner mehr dran. Freiberg schon wieder im Aufbauspiel mit Ose und Kehl Gomez, der sich auf die linke Seite hat fallen lassen jetzt, ein zweiter rüber. Jetzt die Flanke aus dem Halbfeld, segelt in Richtung 5-Meter-Raum, aber Jason Breitenbach einmal mehr dazwischen mit seinem Kopf. Übrigens bei Freiberg jetzt auch Philemon Gerezgia auf dem Feld, wurde zur Halbzeit eingewechselt. Die beiden Gerezgias also auf dem Platz und Simon Klostermann wurde ausgewechselt für ihn, kam dann also Philemon Gerezgia, der jetzt auch da hinten bei der Ecke steht, zusammen mit Joel. Wieder zurück zu Philemon, der mit der Flanke auf den zweiten Pfosten, die kommt gut, aber Christian Achesen ist gut dazwischen, kriegt das Lob von seinem Schlussmann, von Johannes Brinkies, gibt die nächste Ecke in diesem Spiel, diesmal von der anderen Seite, und das werden die beiden Gerezgias da immer unter sich ausmachen. Ja, so ist es. Philemon, der jüngere Bruder. 8 Tore, 5 Assists hat er schon auf dem Konto in dieser Saison. Hat sich da ein Stück weit noch selber belohnt, wird im Sommer in die zweite Liga zur SV Elversberg wechseln. Also mutmaßlich in die zweite Liga, je nach sportlichem Abschneiden der Elversberger. Also Philemon und Joel stehen da jetzt. Joel mit der Nummer 32 wird den Eckball ausführen. Philemon stünde kurz. Aber wird dann doch wahrscheinlich die lange Variante in den Strafraum reingeben. Tanzt einmal durch den Fünfer. Piso macht den Ball nochmal scharf. Und dann ist es eine Riesenrettungstat von Knote, der da den einschussbereiten Stürmer der Freiberger noch am Schuss hindert und den Ball klärt. Das war wahrscheinlich die beste Chance für Freiberg bis hierhin in diesem Spiel. Da hätte es klingeln müssen und jetzt Feigensparen aus dem Rückraum. Aber der Abschluss, der ist zu ungefährlich, landet in den Armen von Brinkies. Trotzdem, das waren jetzt zwei ganz brandgefährliche Situationen. Wir schauen hier nochmal rein in den Eckball. Also die kamen die Ecke von der linken Seite, während der OFC das Spiel da hinten beherrscht. Wir müssen eigentlich nochmal live reingehen, das war auch richtig von der Regie gerade. Und Christian Achesen verteilt in die Mitte zu Nazarov, der schickt Leon Müller weiter. Müller, zentrale Position, dreht nochmal ab und nimmt dann Ronny Marcos mit. Ronny Marcos auf die rechte Seite zu Rafa Garcia. Ronny Marcos hinterläuft, Rafa Garcia würde ihn gerne schicken, trifft aus meinen Augen die Hand von Luca Stellwagen, das sieht auch der Schiedsrichter so, und es gibt den Freistoß für den OFC. Und ich sag auch hier wieder, ähnliche Position, wo Max Noel Knote gefunden hat, und zwar im Spiel gegen den FSV aus Frankfurt. Also Freistoßposition, halbrechte Seite, Rafa Garcia mit rechts vom Tor weg oder Marc Wachs mit links zum Tor hin. Und ein neuer Knote, der steht da in Richtung kurzen Pfosten. Marc Wachs hebt die Hand. Jetzt kommt der Freistoß reingesegelt, aber erstmal rausgeklärt aus der Gefahrenzone. Noch ein weiter nach vorne und dann ist Wanner da mit einer Kerze in die Spitze. Ball bleibt im Spiel, sodass Nazarov den Körper dazwischen stellen kann und zusammen mit Gibbs um ihn kämpfen kann. Gibbs an der eigenen Eckfahne. Jetzt wird Stürmer voll entschieden. Nazarov gegen Gibbs. Naja, gibt also den Freistoß tief in der eigenen Hälfte der Freiberger. Piso verteilt auf die linke Seite, ja, und die sind gut aus der Kabine gekommen. Ja, absolut, knüpfen nahtlos da an, wo sie auch schon im ersten Durchgang angesetzt hatten. Sind einfach sehr stark im Spiel nach vorne. Sicherlich einer der stärksten Gegner seit der Winterpause, gegen den der OFC hier spielt. Umso schöner ist es, dass der OFC hier nach wie vor 2:0 führt, aber Freiberg arbeitet hier am Anschlusstreffer, das steht außer Frage. Und dass der verdient wäre, ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, das wir hier hüten müssten. Luca Stellwagen, der Linksverteidiger der Freiberger, wirft da jetzt ein, schon ganz tief in Offenbacher Hälfte. Auf links sind sie jetzt unterwegs, Stellwagen und Kehl Gomez. Jetzt Stellwagen mit der Flanke hinein in den Offenbacher Strafraum, zweiter Pfosten. Achesen erstmal rausgeköpft. Nazarov, der da für meine Begriffe gefoult wird. Und der Schiedsrichter gibt auch den Freistoß. Nazarov macht das immer clever, der stellt den Körper da vor den Gegner rein und wartet dann auf die Berührung. Und wenn es die gibt, dann ist es eigentlich immer ein Foul. Und weil er eben auch so ein erfahrener Routinier ist, dann weiß er nämlich auch, in welchem Moment man da lieber zu Boden geht und den Freistoß für seine Mannschaft rausholt. Das hat er hier wieder perfekt gemacht. Johannes Brinkies legt sich die Kugel hin, um den Ball dann wieder weit nach vorne zu jagen. Haben wir so ein bisschen Gegenwind jetzt hier in der zweiten Hälfte. Ball in Richtung Kovacic. Ja, zweiter Ball erstmal bei Freiberg.
Und neue Knote im Sprint gegen Gerezgir. Auch Ronny Marcos kommt dazu. Feigen sparen, aber im Abseits bei dem Pass von Gerezgir in die Spitze. Gut gesehen vom Schiedsrichterassistenten und es gibt den Freistoß wieder für den UFC. Hinten in der Defensive. Neue Knote legt sich den Ball hin. Auch hier wird es wieder weit nach vorne gehen. Das wird eine lange zweite Halbzeit. Viel Defensivarbeit für den UFC. Kiel Gomez holt sich den Ball von Noel Knote. Und Gerezgir setzt sich da im Zentrum gut durch. Gegen Wachs und gegen Müller. Alberico in die Mitte zu Feigenspahn. Der 1 weiter zu Gerezgir. Philemon Gerezgir, aber gut gestört von Leon Müller. Zweiter Ball ist aber wieder bei Freiberg. Dann ist Leon Müller dazwischen und haut das Ding erstmal raus. Da hinten über die Seitenlinie, auf Höhe der Mittellinie, trudelt der Ball dann raus. In Seitenaus Einwurf gibt es für Freiberg und Banner setzt nach. Gute Grätsche von Christian Achesen. Ja, das sind wirklich zwei Kämpfe, die mit ganz viel Leidenschaft und Wille geführt werden hier bei diesen heißen Temperaturen auf dem Spielfeld. Freiberg kommt auf Höhe der Grundlinie immer noch im Ballbesitz, aber dann ist er im Aus. Hier gibt es, der sich da durchgetankt hat, aber im Endeffekt doch zurückgepfiffen wird, denn der Ball überschritt schon längst die Torauslinie. Gibt also den Abstoß für Johannes Brinkies in der 55. Spielminute. Ja. Johannes Brinkies, der jetzt seine Jungs ein bisschen nach vorne beordert. Möchte jetzt die lange Variante des Abstoßes auspacken. Das tut er jetzt auch hoch und weit. Der Ball jetzt Richtung Oli Kovacic, der das Kopfballduell gegen Kiel Gomez aber nicht gewinnt. Zweiter Ball ist beim UFC. Rafa Garcia, der mit dem Kopf erstmal ablegt auf Dimitri Nazarov. Halblinker Raum. Jetzt auf links zu Dominik Wanner. Auf der linken Außenbahn jetzt Zusammenspiel mit Dimitri Nazarov. Und dann geht es erstmal zurück. Erstmal den Ball durch die eigenen Reihen laufen lassen. Aber jau, der Ball, der wird geklaut von Alberico. Und Ronny Marcos, der dann ausputzt. Das Foul von Noel Knote. Und das wird die gelbe Karte für Noel Knote sein. Das geht auch in Ordnung. Wenn er ihn da nicht foult, dann wird es eine brenzlige Situation, aber eben keine, wo er allein aufs Tor zu rennt. Deswegen ist die gelbe Karte in Ordnung. Böses Foul war es definitiv nicht. Es war ein kleiner Zupfer gefühlt, aber die gelbe Karte aufgrund der taktischen Variante geht da in Ordnung. Ja, das musst du erzählen. Du hast gesagt, bei diesem etwas unkonzentrierten Pass von Christian Achesen. Freistoß jetzt also für Freiberg. Links. Und auch ziemlich weit weg vom Tor. Joel Gerezgir steht da bereit. Wird den Ball gleich reinbringen in Richtung zweiten Pfosten. Da segelt er raus, aber ich glaube, Christian Achesen war als letztes am Ball. Gibt also den nächsten Eckball für Freiberg. Ja, die sammeln jetzt auch Offensivstandards. Und ich glaube, der UFC wird gleich wechseln. Ich glaube, ich habe Mark Fortbeke da mit bloßem Auge erkennen können, da hinten. Und auch einen Benny Hartzic. Schauen gleich mal rein nach dieser Ecke erstmal. Von rechts jetzt. Erstmal wird wieder abgepfiffen, weil da zu viel Getümmel im 5-Meter-Raum ist. Ja, da sind sie wirklich alle vor Johannes Brinkies, der sich da gleich durchboxen muss, um irgendwie in den Ball zu kommen. Eckball jetzt. Auf den kurzen Pfosten. Brinkies mit einer Faust dazwischen. Breitenbach stochert das Leder wieder über die Torauslinie. Und es gibt den nächsten Eckball. Wieder von der rechten Seite. Also. Und die Standards, die kommen gefährlich von den Gerezgia-Brüdern. Da steht er wieder bereit. Wieder präsentiert von Pedi Protect. Gerezgir auf den kurzen Pfosten. Brinkies ist da mit zwei Fäusten. Das war ein Direktversuch. Und er drischt den Ball rüber. Und er ist Mike Feigenspahn, der da aus 11 Metern auf einmal an den Ball kommt. Das war ein sehr frecher Versuch, Brinkies da per direkt im Eckball zu überwinden. Aber der war sehr, sehr wachsam. Ein Glück für den UFC. Hier sehen wir es nochmal. Also mit links direkt aufs Tor gezogen. Und Brinkies mit beiden Fäusten dazwischen. Und dann gut geklärt. Und zum Glück stellt sich Wanner noch vor Feigenspahn. Sonst hätte er da eine viel offenere Schussposition gehabt. Somit drischt er ihn über das Tor. Doppelwechsel jetzt beim UFC. Oli Kovacic und Dominik Wanner werden den Platz verlassen. Für sie kommen Benny Hartzic für die Spitze und Julian Mark Fortbeke für die linke Seite. Als Flügelspieler auch einer, der unermüdlich laufen kann. Sicherlich gut für das Wetter. Hartzic, der mal wieder reingeworfen wird, ins Spiel sich jetzt beweisen kann.
Und vielleicht macht er ja mit einem 3:0 den Deckel drauf. Ich würde es ihm sehr, sehr gönnen. Also Vanna und Kovacic vom Feld gegangen. Kovacic, der ein gutes Debüt gegeben hat, eine riesige Chance gehabt zum 3:0. Ansonsten viele Bälle vorne festmachen können. Genug gearbeitet für ihn. Jetzt kommt also Hatzic und Mark Ford. Und Abstoß gibt's für Johannes Brinkis. Weit schlägt er den raus in Richtung Hatzic und Müller. Er landet aber zurück bei Jason Breitenbach und von dort bei Dima Nazarov, der sich einmal dazwischen stellt, dann gefoult wird. Und es gibt den Freistoß für den OFC. Dima Nazarov, der den Gegenspieler kreuzt, dann gefoult wird und den Freistoß rausholt für den OFC. Das Ganze auf Höhe der Mittellinie. Schon, ja, du warst da hinten. Ich sag's jetzt nicht. Einen deutschen Popstar entdeckt. Kurz ausgeführter Freistoß zu Christian Achesen, der aber vom Ball getrennt werden kann. Auf der linken Seite. Über rechts geht es jetzt für Freiberg weiter mit Gerez Gia. Gut dazwischen gegangen. Ach, das ist eigentlich kein Foulspiel. Ball gespielt. Das meint auch die komplette Trainerbank. Trotzdem gibt es den Freistoß für Freiberg. Naja. Und jetzt gibt es noch ein paar ernste Takte ans Trainerteam. Und weiter geht's mit Freistoß für Freiberg. Immer noch in der eigenen Hälfte. Den werden sie wahrscheinlich sogar kurz ausführen. So ist es auch. Pissot rüber zu Ose. Ose schiebt den Ball links raus zu Stellwagen. Wird jetzt attackiert von Rafa Garcia. Zurück zu Ose. Und der findet Kehl Gomez. Über die linke Seite zu Stellwagen. Feigenspahn bietet einen Lauf an in die Spitze. Dreht sich einmal um Knote, will den Ball dann reinchippen. Alberico bringt ihn nochmal rein vors Tor, aber da ist Breitenbach erstmal mit dem Fuß dazwischen. Und Rafa Garcia gegen drei wird dann gefoult und es gibt den Freistoß für den OFC. Also viele Freistoßpfiffe in diesen letzten Minuten. Rafa Garcia, der sich dann gut einmal um die eigene Achse dreht, die Berührung abbekommt und zu Boden geht, gibt also den Freistoß für die Kickers. Aber über viele Spielunterbrechungen den Spielfluss des Gegners stoppen. Das haben wir so oft schon erlebt, dass das gegen den OFC verwendet wurde. Das darf heute auch mal ein legitimes Mittel sein gegen die Freiberger. Dass man da so ein bisschen den Spielfluss rausnimmt und immer wieder das Spiel unterbricht. Und wenn man dann noch selber einen Freistoß zugesprochen bekommt, umso besser. Aber jetzt der lange Ball, das ist einmal einfach nur ein ganz langer Ball Richtung Feigenspahn. Und da sind Breitenbach und Knote, die dann im Verbund das nicht so richtig gelöst bekommen. Das ist nicht gut verteidigt, aber gut gehalten von Johannes Brinkis dann final. Gut pariert gegen Joel Gretzkier. Oder war es, es war Filimon Gretzkier dann final. Einmal mehr eine ganz starke Parade von Brinkis. Und jetzt sieht Pissot die gelbe Karte, weil er gegen Nazarov hinten drauf stempelt. Oh, wow, wow, das war wirklich gefährlich, gerade da hinten drin. Abschluss von Gerez Gia, dann Brinkis, der gut klärt. Der weite Ball, ja, der war schwer zu berechnen für alle Beteiligten. Und dann ist es der Abschluss von Gerez Gia, der zu zentral kommt, zum Glück. Und Brinkis reckt beide Fäuste in die Höhe und hält dann diesen Ball. Stark verteidigt im Endeffekt von Pommes. Brinkis, gelbe Karte an Pissot, geht auch in Ordnung gegen Nazarov. OFC im Spielaufbau über Breitenbach. Linke Innenverteidigung in die Mitte gelegt zu Christian Achesen, der links raus zu Mark Ford. Und Breitenbach muss zurücklegen zu Johannes Brinkis. Der jetzt den Ball mal so ein bisschen an seinem Fuß lassen kann, bis er angelaufen wird. Und dann wieder weit nach vorne schlägt in Richtung Garcia und in Richtung Hatzic. Hatzic lässt prallen. Zweiter Ball landet bei Garcia, der in die Mitte. Schnell nach vorne gespielt in Richtung Mark Ford Beke. Beackert jetzt Biel. Ja, ein bisschen zu viel Handeinsatz da von Mark Ford Beke gegen Biel. Deswegen Stimme voll gepfiffen. Geht in Ordnung. Weiter Ball in die Spitze in Richtung Joel Gerez Gia. Absetzfahne bleibt unten, aber Gerez Gia kommt in die Mitte. Achtung, gleich mit dem Abschluss. Gerez Gia gewurschtelt im 16er und dann ist es Knote, der erstmal reinigen kann. Da hinten raus. Und wieder Nazarov, der gefoult wird. Immer wieder gehen sie da bei den langen Bällen auf Nazarov. Der sich auch reinwirft in die Bälle. Das stark macht, hier haben wir es nochmal. Nachdem hier hinten rausgeklärt wurde von Knote im Endeffekt, war es dann
Nazarov, der sich reinstellt, aber auch, ich glaube, Ose war das, der eben Richtung Mann agiert. Also es bleibt dabei 60 Minuten, eine Stunde jetzt gespielt. Der OFC kämpft hier um diesen Auswärtstreier, aber es ist ein harter Kampf, weil ein starker Gegner da auf dem Platz steht, der den OFC mächtig beschäftigt. Aber in dieser Hitze von Freiberg, der OFC stemmt sich gegen die Freiberger, kämpft dagegen an und versucht sich immer wieder wegzuhalten vom Tor. Und auch immer wieder wird sich dazwischen geschmissen bei irgendwelchen Abschlüssen der Freiberger. Immer wieder ist noch ein offenbarer Abwehrbein dazwischen. Und so wird diese Defensivschlacht, die der OFC dann hinten führt, bis hierhin, würde mit 3 Punkten belohnt werden. Und auch vorne läuft man da mit aller Intensität an. Versucht da immer in diesen Zweikämpfen den Ball zu ziehen. Bekommt jetzt einen Einwurf, nein, nicht zugesprochen, Freiberg bekommt ihn zugesprochen. Tief in deren eigener Hälfte. In deren Linksverteidigerposition in der Gedachten jetzt eingeworfen, auf Reisig lang nach vorne geschlagen, Feigenspahn da sofort gesucht, aber Ronny Marcos dazwischen, Hatzic, den Ball erstmal sich runterpflückt, super verlängert auf Wachs, dann der Ball in die Tiefe für Markford Beke, der war ein bisschen zu festgespielt, die Idee war glaube ich absolut richtig, wenn der Ball etwas temperierter kommt, dann hast du da eine gute Chance, aber jetzt die Umschaltsituation für Reisig und für die SGV Freiberg über die rechte Bahn sind sie da jetzt wieder unterwegs. Und dann wieder übers Zentrum, über Gretzkia, Joel Gretzkia, dann rechts raus, wieder auf die rechte Bahn, das dürfte dann wieder Gips sein. Und dann wieder Reisig auf der rechten Außenbahn, da versuchen sie jetzt durchzukombinieren. Filimon Gretzkia, der dann den Haken schlägt, viel Qualität, die da mit ihm ins Spiel reingekommen ist. Viel Dribbelqualität, aber auch stark gemacht jetzt vom OFC, gut verteidigt da hinten raus, gut den Gegner gestellt. Marc Beke kann dann zwar nicht den Konter fahren, aber trotzdem starke Defensivaktion vom OFC. Nächster Anlauf SGV Freiberg, diesmal über deren linken Seite mit Luca Stellwagen und Luca Albericchio, der da jetzt antribbelt. Albericchio aber dann gestellt von Ronny Marcos, der den Ball da rausklärt. Und Leon Müller, zweiter Ball ist aber wieder bei Freiberg, bei Marco Kehl-Gomez. Das Duell der Routiniers jetzt mit Dimitri Nazarov. Und dann geht's auf den Rechtsverteidiger. Nächster Anlauf, Marius übernimmt. Freiberg kommt wieder mit Neil Gibbs über die halbrechte Verbindung. Filimon Gerezgia wird gestört im letzten Moment von Rafa Garcia. Und der OFC kommt über die linke Seite. Nazarov kriegt den Ball noch los in Richtung Hatzic auf der linken Seite. Jetzt mal eine Konterchance, eine ernstzunehmende Konterchance für den OFC. Hatzic mit dem Abschluss. Oh, ganz knapp am rechten Pfosten vorbei. Das hat er stark gemacht, Benny Hatzic. Über die linke Seite, dann in die Mitte gezogen und dann der Schuss aus der zweiten Reihe. Wir sehen uns das Ganze doch mal an. Hatzic hat ja auch enorm viel Geschwindigkeit, der hier mal ausnutzen kann. Dann mit dem Zug nach innen, trickreicher Spieler. Und dann ist es der Abschluss, der haarscharf am rechten Pfosten vorbeirauscht. Pech für den OFC in dieser Situation. Gut verteidigt. Och, jetzt von Christian Achesen. Aber es gibt den Freistoß für den SGV Freiberg. Wohl ein bisschen zu viel Beinarbeit da von Achesen. Kurz ausgeführter Freistoß. Gute Chance gerade von Hatzic in der 66. Minute gewesen. Und Freiberg kommt wieder über die linke Seite. Muss erstmal abdrehen, weil Hatzic da vorne gut Betrieb macht. Und Piso rechts raus zu Gibbs. Markford Beke stellt ihn jetzt. Und nach hinten gelegt zu Ruben Reisig, der in den Zwischenraum zu Albericchio. Abschluss abgeblockt von Garcia, landet aber bei Joel Gerezgia. Ja, fürs lange Eck, aber Brinkis ist blitzschnell unten und begräbt die Kugel unter sich. Wieder mal gut gehalten, aber auch der nächste Abschluss von Freiberg. Erst ist es Garcia, der sich dazwischen wirft und dann ist es Gerezgia, der nochmal zum Abschluss kommt. Knote mit dem weiten Ball in die Spitze in Richtung Hatzic. Gewinnt das Kopfballduell und holt sich auch den zweiten Ball. Hatzic, stark gemacht von Hatzic. Wird dann eigentlich gefoult. Vorteil gibt es für den OFC. Leon Müller im Zentrum. Immer noch Müller links rausgegeben zu Markford Beke, der in die Mitte zieht. Komm, weiter arbeiten. Schade, verliert aber den Ball. Und jetzt müssen sie schnell wieder nach hinten. Ruben Reisig mit dem Pass in die Spitze. Abseitsfahne geht hoch, denn Mike Feigenspahn steht wieder mal einen knappen Schritt drin. Puh, durchpusten für uns. Das war denkbar knapp, diese Aktion. Feigenspahn wäre frei durch gewesen. Zum Glück war das abseits. 68. Spielminute. Weiter steht es 2:0 für den OFC. Brinkis mit dem Freistoß in die Spitze. Markford Beke kommt mit dem Kopf irgendwie dazwischen, findet dabei im Zwischenraum niemanden. Und Freiberg schon wieder am Spielgerät. Stellwagen
links raus zu Alberico, jetzt in der Kickers-Hälfte. Alberico zieht einmal in die Mitte, legt dann ab auf Kehl Gomez, der mit dem Pass in die Spitze zu Gerez Gia. Breitenbach ist dazwischen mit dem Kopf und Wachs kann erstmal klären. Kopfball-Zweikampf geführt dann von Hatzic gegen Kehl Gomez. Er fault dabei Kehl Gomez, deswegen gibt es den Freistoß für Freiberg. Kehl Gomez schnell ausgeführt auf Ruben Reisig, geht aber durch bis zu Filimon Gerezgir, der zu seinem Bruder Joel wird beackert von Christian Achtschesen. Zidane-Trick von Joel Gerezgir auf die linke Seite gespielt. Vorteil Freiberg in die Spitze zu Alberico. Aber Garcia arbeitet stark mit nach hinten und klärt dann erstmal zur Ecke. Zur nächsten Freiberger Ecke. Und wir dürften ungefähr bei 7 schon sein, ungefähr. Wieder von der linken Seite. Gerezgia steht bereit. Sein Bruder kommt für eine kurze Variante dazu. Joel Gerezgia bei der Ecke, kurz ausgeführt mit Filimon Gerezgia. Wieder zu Joel, der mit dem Schuss auf den kurzen Pfosten, aber Wachs blockt ab mit seiner Brust und dann rausgeklärt. Und Hatzic kann sich den Ball holen. Benny Hatzic. Gegen Stellwagen. Hatzic tritt einmal auf den Ball. Immer noch Hatzic. Geht durch gegen 2 und dann bleibt er aber am dritten hängen. Hatzic, jetzt muss er zurückarbeiten. Der Ball in die Spitze zu Kehl Gomez. Kehl Gomez steckt nochmal auf den Ball. Dann links raus auf Filimon Gerezgia. Mitgestellt von Ronny Marcos. Gerezgia mit der Hacke zurück zu Joel. Gerezgia buttert diese Flanke rein, aber etwas zu viel Butter für meinen Geschmack und auch für seinen Geschmack, denn er landet in den Armen von Johannes Brinkis. Ja, das war eher fettarme Margarine, diese Flanke, um da in diesem spannenden Bild, das du da aufgemacht hast, zu bleiben. Und, um das dann zu unterstreichen, brotlose Kunst bis hierhin, was die SGV Freiberg bietet. Aber sie laufen natürlich weiter hoch an und setzen den UFC unter Druck. Jetzt der Ballgewinn, feigenspannend, der sich ja super durchsetzt. Riesentat von Brinkis, Nachschuss und dann ist er aber drin. Dann ist er aber drin, 1:2 der Anschlusstreffer. Und ich glaube, es war Filimon Gerezgia, der dann den Treffer gesetzt hat. Noch bärenstark pariert von Johannes Brinkis. Und dann ist es aber geschehen. 1:2 nur noch. Freiberg hat jetzt noch 20 Minuten, hier noch zum Ausgleich zu kommen. Das möchte der OFC natürlich tunlichst verhindern. Dass es verdient ist, da steht natürlich keine Frage. Freiberg hat wahnsinnig viel investiert. Es ist freigespannt, dass er sich da stark durchsetzt, an Knote etwas zu einfach vorbeigeht. Und dann ist es tatsächlich Filimon Gerezgia, 9. Saisontor für ihn. Er hat schon die ganze zweite Halbzeit über gezeigt, warum Elversberg ihn haben wollte, warum Elversberg ihn da unter Vertrag nehmen wird ab Sommer. Und jetzt also der Treffer und der UFC wird, glaube ich, direkt wechseln, wenn ich das sehe. Ja, nächster Wechsel beim UFC, Doppelwechsel. Björn Jopek wird kommen und Almin Mesanovic, also 2 für die Zentrale. Dima Nazarov geht vom Feld und auch Marc Wachs. Die beiden sind durch nach dieser englischen Woche. Frische Beine also für diese letzten 20 Minuten Verteidigungsarbeit und vielleicht nochmal einen Konter setzen. Almin Mesanovic beim Anstoß zurückgelegt auf Leon Müller. Leon Müller dann zu Noel Knote, der wird natürlich direkt angelaufen und nimmt Johannes Brinkis mit, der so stark erst noch gegen Feigenspahn halten konnte, aber dann beim Nachschuss machtlos war. Hoher Ball zu Hatzic. Der zu Rafa Garcia, der wieder zu Hatzic, der wird gefoult von Stellwagen, ganz klare Sache. Und es gibt den Freistoß für den UFC und auch den Wechsel auf Freiberger Seite. Also Freiberg wird auch doppelt wechseln. Noch nicht gewechselt. Freistoß muss wiederholt werden von Noel Knote auf Höhe der Mittellinie. Und jetzt also der Zeitpunkt zu wechseln bei Freiberg. Stellwagen geht vom Feld. Der Mann mit der Nummer 4, der Linksverteidiger der Freiberger. Und den zweiten Mann, den sehe ich jetzt da hinten nicht so wirklich. Alberico ist auch vom Feld gegangen. Also, das ist also der Doppelwechsel. Nummer 4 und Nummer 19 sind unten aufs Feld gekommen. Müssen wir gleich nochmal nachtragen, wer das genau war.
Jetzt gibt es erstmal den Freistoß für den UFC. Neue Knote. Zu Hacic, der im Fallen weiter zu Leon Müller mit dem Kopf links raus. In die Spitze, an die Grundlinie. Und an die Flanke. Aber nicht mehr ganz gekommen. Konterchance für Freiberg. Gerezgia, der hat ganz viel Tempo. Immer noch Filimon Gerezgia, rechts raus zu Feigenspahn, der in die Mitte. Aber da ist Ronny Marcos, der den Sprint bis ganz zum Ende durchgesetzt hat und kann erstmal klären. Und jetzt einmal mehr dann Freiberg, immer wieder rennen sie da an. Setzen hier sofort den nächsten Angriff. Der UFC weiterhin defensiv gefordert. Almin Misanovic, der jetzt die Rolle von Dimitri Nazarov übernommen hat, so hinter der Spitze, aber wahrscheinlich jetzt auch mehr und mehr Defensivarbeiten übernehmen wird müssen. Josef Maroudis, der da auf links jetzt neu im Spiel ist bei den Freibergern, hat auch schon bei Rot-Weiß Koblenz Regionalliga gespielt, war da einer der zentralen Leute. Und Linus Weig auch neu dazugekommen, einer für den Flügel. Flanke jetzt von Freiberg, aber rausgeklärt von Jopek. Und Hacic setzt nach. Holt sich den Ball zurück. Benny Hacic mit dem Pass in die Spitze in Richtung Rafa Garcia. Laufduell jetzt Garcia, Reisig und Geld im Tor. Geld ist es dann, der den Ball weit nach vorne dreht, aber bis in Seiten aus. Es gibt deswegen auf Höhe des eigenen 16ers einen Freistoß für den, einen Einwurf, pardon, für den UFC. Ronny Marcos wird ihn ausführen. Das Ganze in der 75. Spielminute. Nochmal richtig beißen jetzt vom UFC. Rafa Garcia verschafft sich Platz mit dem Ellbogen. Freistoß gibt es für SGV Freiberg, kurz ausgeführt. Neil Gibbs, jetzt der jetzt auf die linke Seite gewechselt ist. Und Pissot in die Spitze gespielt zu Weig. Aber der ist zu weit für Weig. Geht zum Glück bis ins Tor aus und es gibt den Abstoß für den UFC, für Johannes Brinkies. Ja, das werden ganz, ganz schwierige 15 Minuten, die hier noch zu spielen sind. Plus, minus 2-3 Minuten Nachspielzeit am Ende. Freiberg setzt natürlich alles darauf, hier den Ausgleich zu erzielen. Und der UFC muss ganz stabil bleiben und hoffentlich nochmal ein Kontertor setzen. Brinkies mit dem Abstoß. Der geht weit hoch in die Luft. Sucht da vorne Mesanovic. Reisig aber erstmal dazwischen mit dem Kopf. Zweiter Ball ist bei Filimon Gerezgia, der Christian Achesen erstmal überläuft. Aber Achesen rennt gut dazwischen und holt sogar den Einwurf für den UFC raus. Du hast es angesprochen, die Konter. Das wird jetzt wahrscheinlich ein ganz wichtiger Faktor sein. Es war jetzt schon sichtbar, dass der UFC immer wieder seine Räume auch bekommt in dem Konterspiel. Benjamin Hacic hatte da die beste Konterchance. Und eine dieser Konter, ich glaube, die müssen wir noch, muss der UFC noch zwingend nutzen, um hier den Dreier sicher ziehen zu können. Wenn das Spiel jetzt hier einfach so weiterläuft, ich glaube, Freiberg wird noch die eine oder andere Chance sich kreieren können. Und ein Konter zum 3:1, ich glaube, das wäre dann ein bisschen der moralische Bruch für Freiberg, die hier so unverdrossen anrennen, mit so einer hohen Tempo, mit so einem hohen Tempo, mit so einer hohen Schlagzahl. Der UFC wehrt sich dagegen nach Leibeskräften. Aber Freiberg macht das auch wirklich gut. Jetzt aber der Fehlpass von Freiberg und die Chance umzuschalten. Almin Misanovic steht da vielleicht da links draußen. Benny Hacic spielt da jetzt links raus. Aber Hacic hat den Weg nicht so richtig in die Tiefe mitgemacht. Und so wird eine dieser Kontersituationen leider nicht ganz optimal ausgespielt. Und so kann Freiberg jetzt in Ruhe wieder neu aufbauen. Den nächsten Anlauf. Den nächsten wahrscheinlich langen Ball gleich spielen. Häufig sind es die langen Bälle, die die UFC-Defensive da in Bedrängnis bringen. Jetzt auf Ruben Reisig, der sich eine Linksverteidigerposition mal hat fallen lassen. Gibbs, gestellt von Garcia, deswegen geht es dann zurück in die Freiberger Hälfte. Marco Kehl-Gomez, dann auf Pissot, der 36-Jährige. Ganz rechts raus, auf den neuen Mann, auf Linus Weig, der 19-Jährige. Jetzt zur Grundlinie gespielt, Gerezgia Flanke hinein in den Strafraum. Brinkies reckt sich und streckt sich und pflückt den Ball herunter. Sonst wäre Josef Maroudis nämlich da gewesen, um den Ball einzuköpfen. Aber die Flanke, sichere Beute für Johannes Brinkies. Er ist erfahren genug. Der weiß natürlich auch, dass da jetzt erstmal kurz der Ball geknetet wird, erstmal kurz dirigiert wird und jetzt der lange Ball nach vorne kommt zu Rafael Garcia. Aber die Kugel ist sofort wieder weg. Und Freiberg wieder auf dem Weg nach vorne
immer wieder. Also die Gretzkyer Brüder, die bekommt unsere Defensive wirklich mal so gar nicht zu fassen. Nicht gut geklärt von Christian Atschesen an die eigene Grundlinie, aber dadurch, dass es keine kontrollierte Rückgabe war, ja, natürlich kein Rückpass. Den Ball aufnehmen. Ja, natürlich war das kein Rückpass, obwohl hier ein paar Stimmen laut wurden um uns rum. Sitzen ja hier auf der Haupttribüne und kommentieren von hier. Weiter Ball jetzt von Christian Atschesen auf die linke Seite. Aber Freiberg schon wieder dran, kommt über die rechte Seite. Gestört von Christian Atschesen, gibt den nächsten Freistoß. Jetzt für die Freiberger, auch für das 16er, der Mittellinie. Jetzt auch in die Mitte gelegt zu Kehl Gomez, der eins weiter links raus zu Ose. Ose auf die linke Seite zu Gibbs. Der wieder weiter zu Ose, tritt einmal auf den Ball, wieder zu Gibbs in die Schnittstelle. An Höhe der Grundlinie geht Gibbs weiter. Aber Breitenbach stellt den Körper rein, ganz stark verteidigt von Jason Breitenbach. Und der OFC hat kaum noch Entlastung. Freiberg drückt hier sowas von auf den Ausgleich. Das müssen wir mit Mann und Maus da hinten verteidigen. Einwurf gibt es für Freiberg von der rechten Seite auch für das Elfmeterpunkt. Jetzt schon ausgeführt zu Joel Gerezgia. Nach hinten gelegt zu einer Flankenmöglichkeit, aber die ist zu weit. Ein Glück, zu weit. Für Yannick Ose, der sich vorne mit eingeschaltet hat, gibt jetzt den Abstoß für den OFC. Ach, und die Zeit, die tickt natürlich in Slow Motion hier runter für uns, das ist auch klar. Das ist ein absoluter Defensivfight, den der OFC hier noch mehr als 11 Minuten hinlegen muss. Weiter Abstoß von Brinkies. Und dann ist Stürmerfoul gepfiffen worden. Matic gegen Kehl Gomez. Schnell ausgeführter Freistoß der Freiberger, immer noch in der eigenen Hälfte. Ose zu Kehl Gomez, der auf der linken Seite jetzt mal ein paar Meter geht und dann zu Marudis ablegt. Marudis zieht einmal in die Mitte, gibt zurück zu Ose. Piso, rechts raus zu Gerezgia, der einmal in die Mitte geht und zurückgibt auf Piso. Piso wird nicht angegriffen, OFC zieht sich zurück. Jetzt geht mal Hatzic drauf auf Piso. Piso muss deswegen zurückspielen zum Torhüter. Und Ose über die linke Seite zu Marudis. Marudis, eins rüber zu Piso. Piso auf die rechte Seite weiter. Joel Gerezgia ist das jetzt im Doppelpass gleich mit seinem Bruder. Der Bruder, der beackert wird von Jason Breitenbach. Und Freiberg bleibt im Ballbesitz über die rechte Seite. Weik, jetzt viel Platz zu flanken. Gefährliche Flanke, aber Ronny Marcos wirft sich dazwischen. Boah. Meine Güte, das ist wirklich extrem spannend jetzt hier. Ich lege mich fest, neben dem Auswärtsauftritt in Homburg ist das eine der stärksten Leistungen einer Mannschaft gegen den OFC, die ich in dieser Saison gesehen habe. Das ist absolut brutal, was die SGV Freiberg hier gerade aufzieht. An Powerplay, an Tempo, an Dynamik, an Kreativität, an Klasse aber auch einfach im Dribbling. Auch wenn die Flanke jetzt hier gerade ins Tor ausgeht. Da kann man nur seinen Hut vorziehen, was die SGV Freiberg hier macht. Umso toller ist es, dass der OFC hier nach wie vor diese 2:1 Führung hält und verteidigt und da wirklich mit Zehen und Klauen daran festhält. Also ich habe schwitzige Hände und das liegt nicht daran, dass es draußen so warm ist, sondern deswegen, dass es so spannend ist. Brinkies, Abschlag weit raus auf die linke Seite. Hatzic hält den Ball im Spiel. Zu Mersanovic, der in die Mitte zu Müller, legt nochmal ab zu Björn Jopek. Jopek in den Zwischenraum zu Rafa Garcia. Die Kugel annimmt, dann gestört wird von Marudis und im Fallen zumindest nochmal stört, dass der Konter nicht schnell läuft. Jetzt aber wieder Freiberg mit Ose im Spielaufbau über Marudis, über die linke Seite. Marudis wieder zu Ose. Piso mit dem Pass in die Spitze zu Gerezgia, aber der verspringt ihm glücklicherweise. Und landet im Seitenaus, gibt den Einwurf für den OFC. Wir befinden uns in der 83. Spielminute und der Kickersblock, er wird nochmal laut. Versteht, dass die Mannschaft ihn jetzt braucht, wie nie in diesem Spiel. Einwurf, OFC, der Wind wird etwas stärker. OFC also jetzt auch noch mit deutlichem Gegenwind.
Nacic, den Ball mit der Brust annimmt, dann aber gut nachsetzt. Es gibt einen Einwurf für Freiberg auf der rechten Seite, etwa 30 Meter vor dem Kickerstor. Und jetzt sind wirklich allesamt mit vorne. Ose mit der Flanke, aber auch die rauscht an Freund und Feind vorbei und landet dann im Tor aus. Gibt den Abstoß für den UFC. Johannes Brinkies, der sich den Ball schnappt und hinlegen kann. Irgendwie ein Entlastungskonter und den irgendwie nutzen für ein Tor. Das ist mein ganz, ganz großer Wunsch für den UFC in diesem Spiel. Und hier von allen, glaube ich. Abstoß landet auf dem Rückweg bei Jason Breitenbach, der dann weit nach vorne schlägt. Den Ball, Laufduell, Mark Ford, Beke. Hohes Bein könnte man da vielleicht pfeifen. Aber alles gut. Ball schon wieder beim UFC. Bei Christian Achtschesen auf der linken Seite. Auf der Linie schickt er Leon Müller auf die Reise. Postwenden zurück zu Christian Achtschesen, der in die Mitte zu Jopek. Jopek mit dem Ball in die Schnittstelle. Fahne geht hoch gegen Hacic. Ja, und dann regen sich die Kickers-Fans auf. Aber der UFC muss schnell schalten, wieder zurück hinter den Ball kommen. Darüber dürfen sie sich jetzt nicht aufregen über so Schiedsrichterentscheidungen, sondern schnell wieder hinter den Ball kommen. Auch das ist ganz klar. Weiter Abschlag jetzt von Geld in Richtung Ose. Neue Knote gewinnt das Kopfballduell. Zweiter Ball bei Rafa Garcia. Garcia mit links in die Spitze in Richtung Hacic und Richtung Mesanovic. Mesanovic auf der rechten Seite. Mesanovic macht einen Haken, zieht nochmal in die Mitte. Jetzt verteilt auf Leon Müller. Müller links raus auf Christian Achtschesen. Einmal Entlastung für den UFC Achtschesen und es gibt Eckball für die Kickers. Ach, Halleluja. Da können wir mal durchschnaufen, weil es ein paar Sekunden gibt, wo hier nichts passiert auf dem Platz, sondern eine Ecke für den UFC. Die Chance also, hier vielleicht den Deckel drauf zu machen. Die goldene Regel des Fußballs, wenn du vorne deine Chancen nicht nutzt, dann fängst du es hinten. Die gilt auch für die Freiberger, auch die sind nicht frei davon. Also schauen wir mal, ob der UFC dieses Gesetz des Fußballs vielleicht einmal mehr anwenden kann. Das wäre toll. Leon Müller steht ja jetzt bei der Ecke bereit. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Also wir haben wirklich hier Schweiß vor Spannung. Leon Müller bei der Ecke. Findet er den passenden Kopf dafür? Müller, 2-3 Schritte Anlauf. Jetzt die Ecke direkt aufs Tor. Beide Fäuste gereckt und erstmal raus. Ja, faustet vom Torhüter. Breitenbach macht sie nochmal scharf. Die Chance. Achtschesen, aber der Ball hat zu viel Spin. Sodass Mark Ford Beke, der leider nicht mehr drankommt. Und Geld macht das Spiel schnell. Schade. Entlastung schon wieder vorbei. 86. Spielminute. Freiberger Angriff läuft. Mit Joel Gerezgia weit in die Spitze gespielt. Neue Knote gewinnt den Kopfball. Und Jopek auch nochmal mit dem Kopf dazwischen. Jopek im Zentrum, in die Mitte zu Mesanovic. Der kann links rausgeben zu Achtschesen, wenn er mitläuft. So ist das gut aufgelöst, die Situation. Achtschesen auf der linken Seite wird erstmal nicht angegriffen. Kann zurücklegen auf Leon Müller. Der kriegt jetzt aber einen Hintermann. Schön auf Mesanovic weitergeleitet. Ja, und Mesanovic will Mark Ford Beke in die Spitze schicken. Aber leider geht dieser Ball ins Leere, sodass Geld ihn einfach aufnehmen kann. 87. Spielminute. Gibbs, der einmal in die Mitte legt zu Marco Kiel-Gomez, der weiter auf Piso. Freiberg im Angriffsmodus mit Gerezgia. Gerezgia mit dem Schnittstellenpass, mit dem Kopf dazwischen ist Knote und dann Ronny Marcos erstmal raus. Gibbs zu Marudis, der nochmal zurück zu Kiel-Gomez, der weiter zu Piso. Piso in die Schnittstelle zu Joel Gerezgia. Wird gestört von Christian Achtschesen, bleibt aber am Ball. Gerezgia in die Spitze zu Feigenspahn, aber Breitenbach mit dem Kopf dazwischen. Gibt den nächsten Eckball, auf Nummer sicher gegangen. Gibt den nächsten Eckball also für Freiberg und die wechseln auch nochmal, die Freiberger. Bringen noch einmal frische Beine für diese letzten wahrscheinlich 5 Minuten mit Nachspielzeit. Wir gehen jetzt in diesem Moment in die 88. Spielminute. Also noch 3 Minuten plus X zu spielen. 87. Spielminute, Spielwechsel beim SGV Freiberg. Eckball, Freiberg. Die Nummer 7 ist draufgekommen. Latis
Ja. Dennis Latifovic, Padok. Und jetzt gibt es die Ecke. Von der rechten Seite. Geres Gier auf den kurzen Pfosten. Noel Knote mit dem Kopf dazwischen. Und Mark Ford Beke zupft zu viel am Gegenspieler. Stürmer vorgepfiffen. Deswegen Freistoßmöglichkeit jetzt für Freiberg. Geres Gier steht da bereit. 40 Meter vom Tor entfernt. Klar, die schaufeln sie jetzt alle hin. Geres Gier. Jetzt kommt der reingechippte Ball in Richtung Ose. Christian Achtschesen erstmal mit dem Kopf dazwischen. Pissot und Garcia. Garcia, Hatzic, geh auf die rechte Seite, vielleicht wirst du geschickt. Aber dann das taktische Foulspiel von Latifovic gegen Garcia. Auf Höhe der Mittellinie gibt die gelbe Karte natürlich für Latifovic. Gerade eingewechselt worden, erste Aktion quasi von ihm. Diese gelbe Karte gegen Garcia, der da auch so ein bisschen auf den Kopf gefallen ist. Allerdings bei dieser Aktion alles andere als auf den Kopf gefallen ist. Hat er genau alles richtig gemacht. Und dann aber abgeräumt wird. Von der anderen Nummer 7. Freistoß OFC. Björn Jopek steht bereit. Das Ganze aber auf Höhe der Mittellinie. Deswegen natürlich nichts für einen Direktversuch oder sonst was. Sondern eher, um ein paar Sekunden von der Uhr zu nehmen. Jopek. Was macht er? Spielt den Ball rechts raus in Richtung Hatzic. Zweiter Ball landet bei Garcia. Garcia gechippt zu Mesanovic an der Grundlinie. Mesanovic kriegt er denn irgendwie noch durch. Mesanovic in die Mitte gelegt. Abschluss, aber über das Tor geschossen von Jopek. Große Chance nochmal für den OFC. Jopek mit seinem etwas schwächeren rechten Fuß dann. Dieser Abschluss rauscht über das Tor. Und hier sehen wir es nochmal. Freiberg kommt dann über die linke Seite, jetzt im Live-Bild. Und legt rüber auf Pissot. Wir haben die 90. Spielminute. Ose wird gefunden. Mit der Brust nochmal weitergeleitet zu Feigenspan. Ose aber kommt nicht dran, weil Christian Achtschesen dran kommt. Und jetzt eventuell die Chance für Hatzic. Ja, Mark Ford Beke auf die Reise zu schicken auf der linken Seite. Machen Sie was draus. Mark Ford Beke im 16er legt in die Mitte zu Mesanovic. Und Mesanovic verzieht haarscharf am rechten Pfosten vorbei. Eieieiei. Ist das knapp gewesen. Wir schauen natürlich nochmal rein. Perfekt gemacht eigentlich von Mark Ford Beke auf der linken Seite. Und dann ist es Mesanovic mit rechts. Och, den hätte er vielleicht nochmal annehmen können sogar. Aber wir machen weiter. Defensive gefragt. Marudis schaufelt den Ball in Richtung Brinkis. Aber den lässt er ins Ausgehen. Es gibt den Abstoß für den OFC. Wir schauen mal in Richtung Schiedsrichter, ob wir hier irgendwas sehen. Wir sind natürlich schon über der 90. Minute. Regie meint 4 Minuten Nachspielzeit. Dann tragen wir das jetzt mal so ein. Also, 4 Minuten noch überstehen für den OFC. Johannes Brinkis. Weiter Abstoß in die Spitze in Richtung Hatzic. Och, komm schon. Und dann pfeift der Freistoß für SGV Freiberg, weil er so ein bisschen dahin im Spiel war von Hatzic. Jetzt also alle wieder im Kollektiv Rückzug. Eine Minute überstanden in der Nachspielzeit. Noch 3 sind es. Freistoß vom Torhüter kommt weit in die Spitze. Nur Leon Müller erstmal dazwischen. Yannick Ose nochmal mit dem Kopf verlängert und dann rausgeschlagen von Christian Achtschesen über die Seitenlinie. Und es gibt nochmal Einwurf für Freiberg. Auch für der eigenen Trainerbank. Einwurf, Weik steht bereit. Weik zu Geres Gier, lässt abtropfen. Weik mit der Flanke rein. Breitenbach mit dem Kopf erstmal dazwischen. Und dann ist es Mesanovic, der die Kugel rausbuxiert. Ja, Weik ahnt aber diesen Ball. Und Mark Ford Beke muss hinten drauf gehen. Flanke auf den zweiten Pfosten kommt nicht gut. Da ist Ronny Marcos. Der kann erstmal rausspitzeln. Vielleicht findet er sogar noch Rafa Garcia. Macht er auch. Und dann gibt es den Einwurf für den OFC auf der rechten Seite. Rafa Garcia, der das clever macht. Und 2 Minuten der Nachspielzeit sind bereits abgelaufen. 2 also noch zu überstehen. Ronny Marcos in die Spitze zu Hatzic. Der wird geschoben und deswegen kommt von seiner Brust der Ball ins Seitenaus. Einwurf für Freiberg, schon ausgeführt zu Ose. Ose, langer Ball in die Spitze. Breitenbach mit dem Kopf dazwischen. Zweiter Ball bei Jopek und raus damit.
Ja, Reisig macht es dann aber stark in der Verteidigung, holt den Ball direkt zurück für Freiberg und legt auf die linke Seite. Links raus zu Joel Gerezgia gegen Rafa Garcia. Joel Gerezgia schickt dann nochmal Gibbs auf die Reise in Richtung Grundlinie. Gibbs, aber gut geklärt von Rafa Garcia und es gibt den Abstoß für den OFC. Johannes Brinkies, der sich den Ball holt, nochmal einen Schluck von seiner Flasche sich genehmigt. Dann clever genug ist, zum Schiedsrichter zu schauen. Der ist nämlich auch hinterher, um nicht zu viel Zeitspiel hier zu dulden. Johannes Brinkies jetzt mit dem Abstoß. Letzte Minute der Nachspielzeit angebrochen. Weit nach vorne geschlagen der Ball. Landet bei Maroudis. Der legt rüber zu Ose. Der weit in die Spitze gespielt. In Richtung Ose. Und er macht tatsächlich noch den Ausgleich in der letzten Minute der Nachspielzeit. Unfassbar. Ist das unfassbar bitter. Ganz, ganz bitter. Ausgleich für Freiberg in der letzten Sekunde. Tut das weh. Ose, der vorne geblieben ist, war dann der, der dieses Tor gemacht hat. Nach diesem weiten Schlag, der die letzte Kette überspielen konnte. Oh, ich bin sprachlos. Zwei zu zwei. Wir sind natürlich sprachlos. Oh, Mensch. Wir hatten große Chancen, um den DAX zuzumachen, um den Deckel drauf zu machen. Und dann ist es aber Ose, der Abwehrspieler, der vorne drauf bleibt und dann vor Brinkies cool bleibt. Ach Gott, oh Gott, ist das bitter. Ich weiß nicht, ob der Schiri das Spiel nochmal anpfeift. Ja, Anstoß also nochmal für den OFC. Knote nochmal alles nach vorne werfen in Richtung Hatzic. Hatzic kriegt den Ball an den Rücken. Nochmal nachsetzen, aber dann ist hinten rausgeklärt von Freiberg. Landet bei Christian Achtschesen. Achtschesen nochmal zu Müller auf der linken Seite, in die Mitte geschoben, zu Jopek. Aua, das ist ein hartes Foul gegen Jopek. Freistoß gibt es noch einmal für den OFC. Einmal von der Mittellinie den Ball nochmal irgendwie vorsegeln in den Strafraum. Das wird wahrscheinlich die letzte Aktion des Spiels sein. Wir sind schon 5 Minuten drüber. Breitenbach, den bringt er jetzt noch einmal vor den Kasten. Breitenbach. Ein Freistoß kommt lang und weit in Richtung Garcia auf der rechten Seite. Kann er den Ball irgendwie noch mal reinbringen? Garcia, jetzt muss die Flanke kommen mit links. Aber sie geht zu weit für Mark Fort-Beke und landet bis im Seitenaus. Und das ist genug für den Schiedsrichter. Wir müssen am Ende eine ganz bittere 2-2 hinnehmen. Wir sagen trotzdem danke fürs Zuhören und verabschieden uns hier leicht frustriert aus Freiberg. Frustriert, ja, einerseits. Trotzdem ein Punkt gegen die SGV Freiberg in der Form. Ist jetzt frustrierend und bitter. Trotzdem ist das jetzt keine Katastrophe. Am Mikrofon verabschiedet sich auch Kaspar Lauk. Ciao, ihr Leute.